Also zum Beispiel gibt es ein paar Interviews von verschiedenen Innenministern, also nicht nur Deutsche, sondern auch andere Europäische dabei. Und die sagen, Menschen, die kein Handy haben oder kein Smartphone besitzen, Sind verdächtig. sind potenzielle Terroristen. Aha. Also zumindest schon mal verdächtig, weil. Ja, also ich gehöre jetzt auch zu denen, die diese Technik nicht nutzen. Und ich gelte jetzt schon als potenzieller Terrorist, nur weil ich diese Technik nicht nutze. Also das heißt, andersrum, weil sie mich nicht überwachen können, haben sie praktisch auch können sie auch nicht feststellen, ob ich jetzt ein Guter oder ein Böser bin, aus ihrer Sicht immer gesehen. Und dadurch bin ich schon mal potenziell, ich sage, potenziell verdächtig. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist mal wieder Ulrich Weiner. Wir kennen ihn schon aus Sendungen, Elektrosensibel, hat aber früher als Mobilfunkvertreter angefangen, dann gemerkt, was da alles passiert. Wir haben ja jetzt aktuell in den Nachrichten so die Versteigerung der 5G, 5G, Frequenzen. Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus als ich, aber viele machen sich Sorgen. Auch viele Ärzte sagen, das ist besorgniserregend, was da passiert. Erstmal willkommen bei Bewusst TV. Und was ist jetzt das, was da auf uns zukommt? Ja, Ist also das wirklich noch mal ein auf die Mütze für dich? Ist wahrscheinlich besonders schlimm. ja, also erstmal danke ich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass wir hier wieder eine Stimme nach draußen geben können zu diesem Thema. Ich freue mich auch, dass irgendwie auch in den Medien das Thema immer wieder kommt, auch in den Kreisen, also dass wirklich von allen Richtungen dieses Thema angesprochen wird. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir gemeinsam aufwachen zu diesem Thema. 5G ist die absolute Steigerung von dem, was wir bisher kennen. Und ja, ich denke, das kann ich jetzt mit einem Satz beantworten. Aber wenn das so eingeführt wird, wie es die Industrie möchte, dann denke ich, dass das für die Gesamtbevölkerung ein Riesenproblem geben wird. Ich frage mich ja erstmal, wozu brauchen wir es wirklich? Weil wir haben mit LTE oder 4G ist das ja, wenn ich heute gucke, was man alles machen kann, mobil, du kannst 4K-Filme gucken, flüssig. Das ist doch nicht so, dass ich jetzt sage, das ist zu langsam, wir brauchen ein schnelleres Netz. Warum, also Sie sagen, das ist 100-mal schneller, aber brauchen wir das? Ja, also es ist ja so wie immer. Wenn uns neue Dinge angeboten werden, dann kommt, ich nenne das immer der Teufel kommt immer als Engel des Lichts. Also wird uns immer die tollsten, neuesten Sachen versprochen, die eine Verbesserung von Dingen versprechen, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Und es geht eigentlich um viel mehr. Also ich denke, wir gehen vielleicht mal kurz rein. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, das gefällt mir sehr gut aus den Fachzeitschriften, wenn der Kühlschrank mit dem Internet funkt. Ja, also es geht jetzt im Moment mit dem 5G eigentlich um eine komplett Vernetzung aller Dinge. Also das ist so die Grundlage. Also das Internet, jetzt war ich zu schnell, das Internet der Dinge, also das ist so dieses große Stichwort, was immer mit 5G kommt. Es geht um das Internet der Dinge. Also sprich Vernetzung aller Gerätschaften. Alles, was technisches Gerät ist, das fängt beim Pulli an. Also ein Beispiel ist, wo sie Werbung machen, der Pulli bekommt einen Chip. Und dann kannst du an deinem Smartphone per App schauen, ist der Pulli in der Waschmaschine, im Trockner, in deinem Schrank oder liegt er noch im Auto. Ja? Naja, aber im Ernstfall Also, kann ich ja total überwacht werden auch, ne? genau, also das ist immer die zwei Seiten, das werden wir jetzt bei 5G sehen. Vielleicht gehe ich doch nochmal einen Schritt zurück, wenn ich mit 5G anfange. Was heißt eigentlich 5G? Vielleicht kommen wir mal auf den Punkt. 5G steht für die fünfte Mobilfunkgeneration. Das ist also eine fünfte Generation und da passiert jetzt was Besonderes. Wir hatten ja die Digitalisierung im Mobilfunk erlebt. In 1992 kam das 2G, die erste digitale Generation und die zweite Generation Mobilfunk. Dann kam die dritte Generation des UMTS-Netz, die vierte des LTE und jetzt als fünfte Generation wird das 5G immer gepriesen. Aber da gibt es feine oder große Unterschiede zu den jetzigen Mobilfunkstandards. Also jetzt war halt eine Generation eine Technik. Das ist jetzt nicht mehr so. Also mit 5G, ich bringe hier mal ein Zitat aus der Funkschau, das ist jetzt eine Fachzeitschrift, da wird der Chef, also Chief Business Development Officer von Nokia interviewt und der sagt, der bringt es jetzt sehr deutlich auf den Punkt. Also 5G ist nicht eine einzelne Technologie, sondern besteht aus mehreren verschiedenen Technologien. Also das unterscheidet uns jetzt praktisch von den Vorgängergenerationen. Wir haben nicht eine Technik wie LTE oder wie UMTS, sondern wir haben jetzt mehrere verschiedene Technologien. Und dies bedeutet eine Abkehr von der bisherigen Netzarchitektur der Mobilfunknetze, also die jetzige Struktur, hin zu einer großen Anzahl von Konnektivitätspunkten und sofortiger Verarbeitung der Daten vor Ort.
Ja, also das haben jetzt schon drei wichtige Punkte. Also die jetzige Netzstruktur, wie wir sie kennen, also Funktürme, hohe Funktürme auf Häusern, oben auf dem Dach, diese Struktur geht für 5G nicht mehr. Das heißt, also er beschreibt es ja hier auch, es muss eine große Anzahl von Konnektivitätspunkten geben. Das heißt viel mehr Sender. Genau. Kleinere, aber viel mehr. Genau. Also wir haben jetzt ein Musterprojekt, zum Beispiel in Ravensburg startet gerade ein Musterprojekt. Das heißt Sender an die Laternen, also an den Straßenlaternen. Und diese Sender müssen sofort, das schreibt er hier weiter, also zu einer sofortigen Verarbeitung der Daten vor Ort, um das geht's, ins Glasfasernetz eingespeist werden. Sofort. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr eine klassische Mobilfunkstruktur, wie wir zum Beispiel von 2G kennen. Ja. Große Funktürme, die dann einen Radius von 30 Kilometer oder so abgedeckt haben. Ja. Das war 2G. Bei 3G war der Radius dann schon kleiner. Und jetzt haben wir vielleicht einen Radius im Schnitt von 2 bis 5 Kilometer auf dem Land und vielleicht in der Stadt wenige 100 Meter. Und dieser Radius wird jetzt noch einmal verkleinert. Praktisch die Sender kommen dahin, wo die Menschen sind. Also nicht auf die Dächer, sondern an die Laternenpfähle ist ein wichtiges Ding. In diesen ganzen Ballungszentren soll es ganz, ganz enge Sendeanlagen geben mit einer direkten Anbindung eben ins Glasfasernetz. Wie ist das für dich? Einerseits ist ja vielleicht die Vorstellung, dass jetzt im Wald dann nicht solche Dinger sein werden, ist ja für dich vielleicht dann beruhigend. Andererseits, dass natürlich überall dann kleine Sender sind, das wird ja auch ein... Wie ist das denn dann vorstellen? Es gibt ja ein Chaos von Sendern und Frequenzen. Ja, und das ist ja gerade, warum sie so kämpfen, das ist immer ja Stichwort Versteigerung, was du schon gebracht hast. Die brauchen natürlich jetzt ein ganz großes Frequenzspektrum. Die brauchen eine richtig breite Frequenzspektren und jetzt gibt es die in den klassischen Frequenzbereichen nicht mehr. Das heißt, man versucht auszuweichen auf hohe Frequenzbereiche, bis 100 Gigahertz hoch. Das sind jetzt Bereiche, die man momentan schon einsetzt für Radarsensoren im Straßenverkehr, zum Beispiel im 100 Gigahertz Bereich. Ja. Man möchte also nach oben ausweichen. Das heißt, nach oben habe ich geringe Reichweiten, daher auch wieder nahe Sender. Ja. Aber ich habe da noch Platz. Das ist das eine. Und weil du den Wald ansprichst, für den ländlichen Region oder für Straßen will man natürlich nach unten ausweichen. Man will Frequenzen haben, möglichst tiefe Frequenzen, die eine hohe Reichweite haben, trotzdem. Mhm. Also man will praktisch in beide Richtungen ausweichen und im unteren Frequenzspektrum ist natürlich ein Mangel an Frequenzen. Das heißt, da wird gekämpft. Da gibt es ja momentan ganz intensivste Diskussionen mit der Bundesnetzagentur. Was wird versteigert? Wie teuer? Also da wird quasi gekämpft, in Anführungszeichen, um niedrige Frequenzen. Und im oberen Bereich, da will man sich eigentlich ausdehnen. Aber das ist ja Wahnsinn. Das ist also nicht mehr irgendwie so ein Bereich, wo man sagt, da ist jetzt 5G drin, sondern da oben ist was, da ist was. Also genau. Und überall, man ist ja dann vor nichts mehr sicher. Wie ist das denn? Gibt es da so eine Faustregel, dass man sagt, je höher die Frequenz, desto schädlicher oder desto gefährlicher für den Menschen? Oder kann man das nicht so pauschal sagen? Nee, das kann man nicht so pauschal sagen, weil die Frequenz allein ist nicht unbedingt immer das Problem. Also die Frequenz ist ein wichtiger Punkt, aber entscheidend ist auch die Modulationsart. Mhm. Also wie ist die Frequenz moduliert, um was geht es jetzt? Also was ist da drauf? Man hat eben Versuche gemacht, dass ich bei der gleichen Frequenz mit unterschiedlicher Modulation auch unterschiedliche Auswirkungen im Körper auslösen kann. Was natürlich passiert in diesen hohen Gigahertz-Bereichen, ist also die Reichweite gering. Das ist, man kann vielleicht eine Pauschale schon mal sich zum Vorstellen verwenden. Umso höher eine Frequenz, umso lichtähnlicher die Ausbreitung und umso niedriger, umso schallähnlicher die Ausbreitung. Also so Langwelle ist eben, da kommst du wirklich im Grunde um die Erde, kannst jemand in Australien noch, oder? Ist das ja, so? Ja, ist so. Also nehmen wir das Zeitsignal, zum Beispiel das Zeitsignal, die Uhren, die sich automatisch einstellen, ist ein Zeitsignal, DCF heißt es, und es ist bei 77,5 Kilohertz, also eine sehr, sehr niedrige Frequenz. Und da kann ich mit einem Sender, also eigentlich in ganz Europa und teilweise bei guter Ausbreitung noch weiter, alle Uhren einstellen. Also bis 20 Kilohertz können wir hören und dann also ein bisschen höher ist dann schon diese Frequenz. Aber das, wovon wir reden, das ist dann immer höher und dann ist die Reichweite geringer. Das heißt, immer mehr Sender müssen da sein, sonst funktioniert es nicht. Aber dann wird ja auch gefordert werden, hier 5G, ihr habt zu wenig Abdeckung, ihr müsst noch mehr Sender. Wird das so ein Kampf sein? Also wir haben natürlich jetzt als Betroffene einen großen Kampf um die letzten Funklöcher. Die wollen die letzten Funklöcher auch schon mit LTE. Also es gibt auch eine modifizierte Version schon für LTE. Mhm. Also wir haben es ja hier gelesen, wird verschiedene Techniken geben. Ein erster Schritt ist schon eine verifizierte Version von LTE, wo jetzt schon auf bestehende Anlagen draufkommt. Dann gibt's je nach Anwendung natürlich andere Frequenzen.
und andere Bedürfnisse. Aber das Entscheidende ist eben, man möchte eine ganz kurze Übertragungszeit haben. Das heißt, die Daten müssen ganz schnell ins Glasfaser. Irgendwo müssen sie ganz schnell ins Glasfaser kommen. Und eben, also wie es jetzt dann passieren wird auf dem Land, das werden wir noch sehen. Aber in den Städten, wie gesagt, Ravensburg ist jetzt so ein Modellprojekt. Ich war jetzt gerade in Hamburg am Hafen. Ich habe mir das mal kurz angeguckt. Da läuft ein Modellprojekt der Telekom. Und man will eigentlich, man zeigt so nach außen, man möchte, dass die Container praktisch nachverfolgbar sind. Internet der Dinge. Also das ist jetzt praktisch dann das Nächste, wie wir vorhin schon gesprochen haben. Internet der Dinge, am Beispiel jetzt den Pulli, habe ich schon gesagt, aber es gibt ein Beispiel des Containers. Man möchte zeigen, man möchte den Container automatisch transportieren, aber das geht alles schon. Also ja, wenn ich die Hamburger Terminals anschaue, ja, das geht jetzt schon vollautomatisch oder schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Ja. Jetzt kommen die und sagen, sie machen da 5G, dann frage ich, was brauchen wir das jetzt eigentlich? Ja. Und dann stelle ich mal wieder neue Fragen. Ja. Eben, was brauchen wir, den Kühlschrank, der jetzt vernetzt ist? Also ich kann noch selber einkaufen und sagen, oh, ist keine Milch, dann trinke ich eh nicht. Aber es ist ja so, dass der Kühlschrank jetzt bestellt und sagt, es ist zu wenig Wurst da, das ist doch Quatsch. Eben, brauchen wir das? Vielleicht müssen wir uns nochmal ein paar andere Dinge anschauen, um die Dinge hinterfragen zu können. Ja. Also um was heißt Internet der Dinge? Ich bringe bloß mal zwei, drei Beispiele. Vielleicht, also wir sehen jetzt hier die Smart Meter. Da hatten wir eine Sendung drüber. Auch ja, könnte man vielleicht einen kleinen Link dazu. Also die war auch sehr gut. Ich zeige das jetzt nur kurz. Das ist einfach eine Wasseruhr oder eine Gasuhr oder eben halt ein Stromzähler. Ist ein Internet der Dinge, gehört zum Internet der Dinge im Prinzip. Und was um was ist, was ich eigentlich zeigen möchte, und da können wir jetzt schon genauere Fragen stellen. Es geht um die Abschaffung zum Beispiel des freien Autofahrens. Also da gibt es ein sehr gutes Zitat von unserer Bundeskanzlerin. Wir haben jetzt erstmal das vernetzte Auto. Wird ja auch überall, man braucht dieses 5G auch für vernetzten Autoverkehr. Also gerade in den Städten, dass die Autos praktisch alleine fahren können, die müssen ja irgendwo zentral gesteuert werden über künstliche Intelligenz. Das ist jetzt, gehört auch zu 5G. Also wir haben in 5G so Begriffe wie das Internet der Dinge eben, dann Smart Home, Smart City und künstliche Intelligenz und dann noch Industrie 4.0. Das sind so diese fünf Begriffe, die immer mit 5G, kann man sich gut merken, zusammenkommen. Und wenn wir uns das vernetzte Auto jetzt anschauen, da kommen wir vielleicht ein bisschen mehr dahinter, um was es eigentlich geht. Es klingt alles sehr, sehr schön, so ein vernetztes Auto, aber ich will hier ein Zitat bringen. Das hat hier ziemlich Wellen geschlagen, schon letztes Jahr, vom Juni 2017. Du kennst es, gell? Da sagt die Bundeskanzlerin Merkel, wir werden in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren dürfen. So die Aussage von Merkel. Wir, die Fahrer, sind das größte Risiko, sagt sie. Also das heißt, man soll eigene persönliche Rechte, es ist für mich ist ja ein Recht, Auto zu fahren. Dieses Recht soll ich abgeben, immer mit dem Vorwand der allgemeinen Sicherheit natürlich. Es kommt immer wieder der Engel des Lichts, der sagt immer, toll, wir haben allgemeine Sicherheit. Ja. Es gibt keine Unfälle mehr, wenn alles digital ist, wird nie wieder was passieren und schöne neue heile Welt. Und da merke ich, um was es eigentlich geht. Ich gebe Persönlichkeitsrechte her. Mein Stromzähler wird vernetzt. Ich gebe das Recht her, dass ich einmal im Jahr meine Meldung abgebe. Sondern jetzt kann jederzeit, zu jeder Sekunde jemand gucken, was habe ich praktisch auf dem Stromzähler, was habe ich auf der Wasseruhr und diese Dinge, da gebe ich Rechte her. Ja. Das mit dem Stromzähler, das ist ja schon nur ein Beispiel, das zeigt, ich kann im Grunde überwacht werden, das heißt nur daraus, ob ich Licht anhabe oder der Fernseher läuft, das heißt man kann ja alleine schon unterscheiden, ob es der Fernseher ist oder die Lampe an der Art des Stroms oder des Stromverbrauchs. Und wenn das alles gespeichert wird, kann man sagen, okay, der ist dann und dann da oder dann da war er weg und so. Das heißt, das kann ja im Ernstfall alles so Minority Report mäßig quasi, dass man sagt, oh, das ist vielleicht ein Terrorist, weil der ist immer zu Zeiten, wo andere Tatort gucken, guckt er nicht Fernsehen oder sowas. Ne? Genau. Also es ist eine ganz gefährliche Geschichte. Also die Gefährlichkeit der Dinge beginnt, wenn ich diese Daten zusammennehme. Und wir sind jetzt, aus meiner Sicht ist da schon ein Punkt überschritten, wo das unproblematisch ist. Also das heißt, wenn ich in die Geschichte gucke, immer dann, wenn Staaten begonnen haben, Daten zusammenzunehmen oder Daten von ihren Mitbürgern zu erheben, also verdeckte, also Spionage, in welcher Form auch immer, ich denke jetzt an den inoffiziellen Mitarbeiter zum Beispiel, wenn die Staaten anfangen, Daten von anderen zu nehmen, dann wird es kritisch. Und diese Datenmenge, was wir jetzt kriegen, wir haben jetzt schon, also allein das Smartphone ist ja schon der inoffizielle Mitarbeiter. Wer ein Smartphone hat, der kann jederzeit das Mikrofon geschalten werden, jederzeit die Kamera, dann kann jederzeit der Standort praktisch ermittelt werden und alles, was sonst getippt wird über Facebook, Twitter und Co., das wird alles, kann eben mit künstlicher Intelligenz wieder sofort ausgewertet werden.
Also das haben wir schon und das ist aus meiner Sicht schon zu viel. Ja, sicher. Ja, und jetzt kommt das noch dazu. Bleiben wir nochmal beim Smart Meter, weil das auch Leute sagen, dass der spart, das ist gar nicht dann, dass sie weniger Strom, also es wird ja da so angepriesen, ja, es wird dann viel genauer, und aber es ist Quatsch, also die sagen, auf einmal ist die Stromrechnung höher, obwohl es ja eigentlich viel genauer jetzt abgerechnet werden soll. Ich möchte nur mal erinnern, wo die Energiekonzerne gesagt haben, mit der Privatisierung der Stromnetze wird der Strom billiger. Ja, oder mit der Atomkraft, die haben ja gesagt, das wird so billig, dann kriegen sie den Strom kostenlos. Ne? Und heute sehen wir, dass es nicht der Fall ist. Die Preise. Also wir haben immer gesehen, diese Aussagen haben nie gestimmt. Ja. Der Strompreis steigt. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen die Möglichkeit zu sagen, okay, auch der Smart Meter, wir haben jetzt die ersten Leute, die immer mehr nach Autarkie fragen, sagen, kann ich nicht in mein Haus einigermaßen autark machen? Kann ich mit Solar, mit anderer Technik da was machen? Und ich sage, ja, mach das. Es ist eine gute Zeit, das zu machen. Solarzellen sind so billig wie nie. Man das Geld, also den Strom einspeisen, rentiert sich fast nicht mehr. Aber für den Eigenbedarf, sich was zu machen, ist sehr empfehlenswert. Ja? Und dann bin ich auch frei. Und dann lerne ich aber eins eben, und das widerspricht dem ganzen Smart-Mieter-Thema, ich lerne dann wieder mit der Natur zu leben. Dann schalte ich halt die Waschmaschine ein, wenn die Sonne scheint. Hm. Und nicht nachts um eins, weil es mir jetzt gerade einfällt. Hm. Und wenn ich dieses Bewusstsein wieder bekomme, dann brauche ich auch keinen angeblichen Smart-Mieter, der dann... Es gibt ja jetzt schon Smart Meter, die dann wiederum mit der Waschmaschine vernetzt sind und der Waschmaschine dann sagen, jetzt haben wir Stromüberschuss, jetzt wasch du bitte. Also das gibt's ja schon alles. Kann ich nicht mehr selber bestimmen. Genau, dann kann ich nicht mehr auf der einen Seite nicht selber bestimmen, auf der anderen Seite wird uns das verkauft als als energieeffizient. Also sprich, die Waschmaschine wäscht, wenn Strom da ist. Aber wichtig wäre es eigentlich, dass das nicht zentral gesteuert wird, sondern dass ich wieder dezentral lerne, wann schalte ich eigentlich meine Waschmaschine ein? Und das kann ich zum Beispiel über eine eigene Stromversorgung, da weiß ich es dann. Also es ist wichtig, dass wir da jetzt wachsam sind. Und also das sind ja Freiheiten, auch mit dem Autofahren zu sagen, ich bin so jetzt noch so frei, zu sagen, ich fahre jetzt in den Wald oder und das, ne, das wird irgendwann dann nicht mehr möglich sein. Da sagt der Computer oder die künstliche Intelligenz, wieso fährt er jetzt in den Wald? Da gibt es gar keinen Grund für. Und fährt er mich zur Polizei? Ich habe da Berichte gesehen, da geht es noch um viel mehr. Das wird ja auch vermarktet. Das heißt, wenn du kannst dann ein Abo machen, das wollen die ja. Die wollen dann auf den Straßen, du kannst ein Abo machen. Und wenn du dieses Abo hast und deinen monatlichen Gebühren entsprechend zahlst, fahrst du am Stau vorbei. Und die anderen, die kein Abo haben und keine monatlichen Gebühren entrichten, die stehen im Stau. Ja, das klingt verlockend, aber du kannst auch jetzt jemanden, wo du sagst, das ist ein Dissident, der ist kritisch gegenüber dem System, der fährt jetzt überhaupt nicht mehr am Stau. Der bleibt nicht mehr im Stau. Also wir kommen jetzt in die Phase, wo das, wie es in den alten Schriften heißt, dass man nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen kann, wer nicht die Zahl des Tieres hat oder praktisch bei dem System mitmacht, dass er nicht mehr kaufen und verkaufen kann, aber kaufen und verkaufen im weiten Sinne, also da gehört Autofahren dazu. Also es ist im weiten Sinne, es geht nicht. Ja, klar. Also jede Dienstleistung und jemand verstecken ist ein großes Problem und wir hatten immer Zeiten, wo Leute versteckt werden mussten. Und eben wie du, das Beispiel ist sehr gut, wenn ich jetzt will jetzt jemand verstecken, ich habe einen Single-Haushalt und ja gut, dann irgendwann bin ich vielleicht in der Arbeit, der Single ist in der Arbeit, jetzt geht aber der versteckte Mann oder Frau, wer auch immer versteckt ist, geht jetzt auf die Toilette. Jetzt meldet die Wasseruhr, da ist Klospülung gelaufen oder da wird Wasser verbraucht. Der ist aber gar nicht im Haus. Der ist aber gar nicht im Haus. Ja, wer ist denn da? Ja. Und dann ist das vielleicht einer, der vielleicht schon im Blick ist, weil er vielleicht eine kritische Meinung hat, weil er Dinge hinterfragt oder weil er halt auch Menschen hilft. Vielleicht ist der ein bisschen in Beobachtung. Und dann stellt man fest, der ist gar nicht da und dann, zack, Zugriff, wer ist denn da in der Wohnung? Und dann hat man vielleicht einen guten Treffer, aus denen ihrer Sicht einen guten Treffer. Die haben ja quasi so Algorithmen. Es gab ja mal das Beispiel, dass Walmart dann mal irgendeinem 16-jährigen Mädchen irgendwie Werbung für Babyklamotten und was weiß ich geschickt hat. Da hat er gesagt, wieso schicken Sie dem Mädchen, und da haben die gesagt, ja, nach unseren Daten ist die schwanger. Und dann, die ist doch nicht schwanger, die ist 16. Ne? Und dann war die aber tatsächlich schwanger und dann haben die das ein bisschen weiter erforscht. Und das war auch so, dass sie nicht sagen konnten, warum der Computer jetzt wusste, dass sie schwanger ist, sondern aus Millionen von Daten, wie Leute was einkaufen. Und dann verändert sich bei Schwangeren auf irgendeine Art, aus Millionen Daten, irgendwie das Kaufverhalten. Also nicht, dass sie jetzt auf einmal Gurken kaufen oder irgendwas bestimmt, sondern aus der Millionen Daten irgendwie der Computer tatsächlich eine sehr hohe Voraussage machen kann, die ist schwanger. Das ist ja vielleicht jetzt noch witzig, aber dann irgendwann sagt der Computer, ja, das ist ein Terrorist, weil mit den ganzen Algorithmen hier habe ich festgestellt, der verhält sich wie ein Terrorist. Ja, und wann ist man Terrorist? Also die Grenze des Terrorismus ist sehr, sehr weit unten. Also zum Beispiel gibt es ein paar Interviews von verschiedenen Innenministern,
also nicht nur Deutsche, sondern auch andere Europäische dabei. Und die sagen, Menschen, die kein Handy haben oder kein Smartphone besitzen, sind potenzielle Terroristen. Aha. Also zumindest schon mal verdächtig. Weil ja, also ich gehöre jetzt auch zu denen, die diese Technik nicht nutzen. Mhm. Und ich gelte jetzt schon als potenzieller Terrorist, nur weil ich diese Technik nicht nutze. Also das heißt, andersrum, weil sie mich nicht überwachen können, haben sie praktisch auch können sie auch nicht feststellen, ob ich jetzt ein Guter oder ein Böser bin, aus ihrer Sicht immer gesehen. Und dadurch bin ich schon mal potenziell verdächtig. Lass uns doch nochmal über die Gefahren des Elektrosmog, ich meine, da bist du ja der Experte, du leidest wirklich darunter, jetzt auch überhaupt hier im Studio, du hast jetzt kein Funkmikro wie ich, weil du das wirklich auch spürst und es gibt eben viele, die es spüren. Ich bin froh, dass ich darunter nicht leide, aber vielleicht habe ich das irgendwo so abgeplockt, dass ich denke, ich merke es nicht, aber der Körper vielleicht doch eben auch nicht gesünder wird durch all das, aber ich merke es halt so nicht. Was ist denn jetzt... Bei 5G weiß ich, es gab Versuche irgendwo in Holland und dann, nein, da sind erstmal irgendwie 100 tote Vögel im Park gefunden worden und die konnten sich das nicht erklären, dann nochmal irgendwo und dann haben die das wirklich recherchiert und festgestellt, die haben dann einen Test von einer 5G-Anlage gemacht und die Vögel sind also wirklich tot umgefallen. Ja. Ist das denn so eine Gefahr, dass das, ich meine, wenn die Vögel sterben, dass es uns auch betrifft? Auf jeden Fall, also ich finde natürlich... Meine Erfahrung über die Jahre ist immer die, es gibt immer Frühwarnsysteme. Hm. Egal, was passiert. Das ist ja wie bei den Vögeln im Schacht. Die Kanarienvögel. Wenn die tot umfallen, dann ist Gasalarm. Ganz genau. Also der Klassiker, eben der Kanarienvögel, damals im Bergbau, das war denen ihr Frühwarnsystem. Die haben die mitgenommen, wenn die umgekippt sind, haben die Bergarbeiter gewusst, jetzt aber raus. Ja. Ja, und genauso ist es heute. Ich erinnere mich, es ist vielleicht nicht ein schönes Beispiel, aber ein sehr treffendes. Ich erinnere mich immer an den Tsunami. Da gibt es im YouTube interessante Filme. Da sieht man, wie die Menschen, die große Masse, rennt runter ins Meer. Das Wasser ging ja weg und das fanden viele interessant. Die Menschen rannten da runter und wollten das sehen. Das war ja was Besonderes. Das Meer ging weg und die Tiere rannten den Berg hoch. Ja. Und ich möchte dann zu den Tieren bitte gehören, wenn es drauf ankommt. Ich habe die Frage, wird mir oft gestellt, ja, die große Masse möchte 5G. Dann sage ich immer, naja, möchten die das jetzt? Oder wird ihnen das auch durch die ganze Werbung in den Medien, und das ist ja schon eine Form von Propaganda, was wir da erleben, wird durch diese ständige Propaganda noch schnelleres Internet und Digitalisierung und noch mehr Arbeitsplätze, es wird uns ja immer schön verkauft, wird nicht die große Masse dahin gedrängt, praktisch ins Meer zu laufen? Während aber die Tiere den Berg rauflaufen und schauen, dass sie wegkommen von dem Meer und von dem Wasser. Und ich denke, es gibt immer ein Frühwarnsystem. Also wir Elektrosensiblen sind ein Frühwarnsystem, aber halt eben auch die Tiere, ganz wichtig, das erlebe ich auch im Wald. Und wenn jetzt schon Vögel durch eine Versuchsanlage vom Himmel fallen, dann kann ich nur sagen, Finger weg, was braucht man noch, wie viele Warnungen braucht man noch? Ja. Und dafür kann ich drüber nachdenken. Ich meine, das ist jetzt eine Anlage, aber du sagst ja, dann ist in jeder Straßenlampe nachher oder ist dann eine Anlage. Das kommt noch, wie ob die dann alle die gleichen technischen Parameter haben, das wird sich noch zeigen, das ist alles in der Entwicklung. Wir reden ja von einer Technik, die noch nicht einmal standardisiert ist. Mhm. Also das muss man auch sagen, wenn man immer von 5G redet, und darum hat mir das Zitat so gut gefallen, wo er eben sagt, das sind verschiedene Techniken und momentan sind sie erst dran, das festzulegen. Aber ich brauche ja jetzt nur, wenn ich die Autobahn fahre, die Bäume angucken. Also gut, natürlich haben wir jetzt Herbst, aber man muss natürlich die Herbstsachen ein bisschen wegdenken. Aber wenn ich auch selbst im Sommer fahre, ich habe total kaputte Bäume in diesen Hauptstrahlungsrichtungen der Sendeanlagen, jetzt schon. Ja. Und jetzt kommt noch mehr dazu, noch kürzere Abstände und noch ganz andere Frequenzen. Also ich halte das für hochbedenklich und da sind wir auch wieder an dem Punkt, dass unser Staat in der Lage, also die BRD ist in der Lage, eine Technik einzuführen, ohne dass eine Gesundheitsprüfung stattgefunden hat. Das muss man einfach mal sagen. Es war jetzt ein Thema auch im bayerischen Wahlkampf, kam nicht in den Medien, den normalen, kam nur am Rande. Es gab nur zwei Parteien im ganzen Wahlkampf, welche eine wissenschaftliche, also von unabhängigen Wissenschaftlern, eine gesundheitliche Überprüfung der 5G-Technik gefordert haben, bevor die eingeführt wird. Ja, wäre ja ganz wichtig. Wäre ja eigentlich auch logisch. Ja, ja. Und daran sieht man, dass das Ganze schon hängt, weil wir haben jetzt als Beispiel, soll die zwei Parteien noch sagen, vielleicht, ich weiß nicht, es gab die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei, und es war die AfD, die zwei.
Okay. Den ganzen bayerischen Wahlkampf. Ja. Es gibt ja 100 Parteien oder was? Eben, ne? Es gibt um die 100 Parteien, es waren nur zwei. Hm. Und das hat mich schon sehr, da dachte ich, ist das bei den anderen kein Thema oder was ist bei den anderen? Naja, du hast es ja selber erzählt, als du jung warst und Mobilfunkvertreter, du fandst das so toll. Du hast gedacht, naja, wenn es unten gesundheitsschädlich wäre, dann wird der Staat das ja nicht zulassen. Genau. Und so denken natürlich die meisten, aber ich glaube, viele wachen im Moment auf und merken auch, das ist nicht mehr so, dass wir darauf vertrauen können, dass der Staat oder wie auch immer wir das bezeichnen, sich um uns kümmert, um unsere Gesundheit. In allen Bereichen merken wir, dass das nicht mehr der Fall ist. Ja, das ist so. Und es ist auch wichtig, das in beiden Seiten zu sehen. Das eine heißt, wir haben so eine deutsche Mentalität, gell? Wir schieben gerne die Verantwortung ab. Hm. Also für die Kindererziehung ist der Kindergarten, die Schule verantwortlich, dass ich genug Geld auf dem Konto habe, die Bank und dass es reicht, vielleicht der Arbeitgeber, so schieben wir gern. Und wenn was passiert, sind die Versicherungen zuständig. Und wir erleben doch überall, dass diese vermeintlichen Sicherheiten keine Sicherheiten mehr sind. Und ich denke, das ist aber auch eine Chance für uns alle zu sehen, nein, es kommt auf mich an. Alles, was ich tue oder nicht tue, hat immer Auswirkungen auf alle, nicht nur auf mich. Hm. Und dass wir wieder eigenverantwortliche Dinge machen und nicht sagen, ja, der Staat macht's oder der macht's oder jener macht's. Ich habe das jetzt auch wieder, wenn neue Mobilfunktürme jetzt für 5G gebaut werden, gibt es ja auch immer die Diskussion, ja, wir müssen die verhindern. Ah ja, das soll der machen. Sag ich, nein. Wenn ihr den verhindern wollt, also eine Ortschaft zum Beispiel, die neue Anlagen kriegen soll, dann müsst ihr es gemeinsam verhindern. Nicht sagen, ah ja, der macht schon. Irgendjemand wird sich schon drum machen. Kümmern, ne? Ja. Nein, das ist aber auch die Lehre, die wir ziehen dürfen aus diesem Zeitalter. Das wird es umdrehen. Und wenn ich jetzt nochmal das Beispiel vom Mobilfunk nehme, wir haben vorhin schon kurz über 2G, also GSM ist der technische Standard, reden. Jetzt, 20 Jahre später, 2017 kommt eine Studie raus von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, die eine Gesundheitsüberprüfung gemacht hat. Die hat jetzt 20 Jahre gedauert. Und jetzt kommt raus, dass diese Technik Gehirntumore auslöst. 20 Jahre nach im Betrieb. Na, mittlerweile haben wir aber schon 3G UMTS und 4G LTE und sind jetzt schon bei 5G. Und jetzt ist erst der erste Standard. Praktisch wurde nachgewiesen, dass der gesundheitsschädlich ist. Das ist der Wahnsinn. Man darf eigentlich nicht drüber nachdenken. Aber natürlich sind da die Interessen der Industrie natürlich groß. Es geht um Milliardensummen wahrscheinlich, wenn die versteigert werden. Und natürlich muss da natürlich das Geld auch wieder reinkommen. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mal, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mal nur sicher, ob es nur ums Geld geht. Also wir haben jetzt eine Konstellation, wie kann sowas passieren? Also man muss vielleicht auch mal in die Hintergründe kurz reinschauen. Wie kann ein technischer Standard praktisch in den Markt kommen, wenn man denkt, sonst gibt es Gesundheitsprüfung, bei Lebensmitteln gibt es Prüfung, dass da auch schon Schwächen sind und auch nicht alles richtig funktioniert, das ist nochmal ein eigenes Thema. Ja. Aber eigentlich hätten wir da eigentlich Systeme. Und beim Mobilfunk, wie konnte die Politik das machen? Man hat einfach eine Softwareänderung gemacht, so ähnlich wie bei der ganzen Dieselgeschichte. Man ändert einfach eine Software. In dem Fall, Software gab es in den 90er Jahren noch nicht, in dem Sinn und nicht so stark. Also hat man eine Veränderung geschaffen und hat gesagt, okay, ich gucke nur, zwar die Industrie eben, ich gucke nur auf die Hitzewirkung vom Funk. Hm. Also macht der Funk heiß. Und man weiß, jeder weiß, Mikrowelle, das macht heiß. Also muss ich das Ganze umgehen. Also gucke ich, dass die gesetzlichen Grenzwerte in Deutschland nur auf Hitze gucken. Das heißt, die Grenze, die wir heute haben, schützen uns nur davor, dass wir nicht verbrennen, aber schützen uns vor keinem biologischen Schaden. Ja. Also ich nehme immer gerne das Beispiel von einem Beispiel Knollenblätterpilz, sehr gern, also einen hochgiftigen Pilz, dann stelle ich immer die Frage, wenn ich jetzt diesen Pilz, wenn ich diesen Pilz jetzt zum Beispiel auf dich werfen würde, also es wäre eine physikalische Wirkung, ich schmeiße den auf dich, der kommt jetzt auf deinen Kopf, also Wärme- und Kraftwirkung ist praktisch Hit, es ist eine physikalische Wirkung, was würde passieren? Du würdest es locker überleben. Ja. So. Wenn du aber jetzt diesen Pilz isst, vielleicht nur eine kleine Menge, ganz weit unter den Grenzwerten, also eine ganz kleine Menge essen würdest, was würde dann passieren? Dann, ich denke, das würde dann zu richtigen gesundheitlichen Problemen führen. Also nur diesen Zusammenhang. Ein Pilz ist physikalisch relativ unbedenklich, aber biologisch hochgiftig. Die sagen den Grenzwert im Grunde dafür, wie hart man den Pilz werfen darf. Also die prüfen nicht, wie giftig jetzt die Substanzen sind. Ja, du hast natürlich, du machst ja Vorträge darüber, du hast wahrscheinlich noch viel mehr Wissen. Oder was wäre jetzt noch wichtig für uns zu wissen? Was können wir denn vielleicht selber vermeiden? Ich meine, wenn die Anlagen überall sind, können wir dem denn irgendwie entgehen? Ist es schon sinnvoll, wenn ich sage, ich kaufe mir zumindest kein Smartphone mit 5G, weil das brauche ich ja nicht. Es funktioniert ja eigentlich alles jetzt. Ja, also es ist so beides. Wenn
Wenn ich jetzt anfange und sage, okay, ich kaufe mir kein neues 5G, dann macht, wenn ich nutze aber meine alten Smartphones weiter, also die alte Technik, dann unterstütze ich aber die gleichen Konzerne. Das heißt, richtig wäre es zu sagen, okay, ich gehe ganz anders damit um. Ich lasse diese Technik, ich habe keine angemeldete SIM-Karte mehr. Ja, ich rufe auch gar kein Handy an. Also ich unterstütze auch diese Technik nicht, weil mit jedem Anruf, den ich tätige, gebe ich denen ja wieder Geld ins System. Ja. Also das wäre so ein erster Schritt. Und natürlich, was immer funktioniert, ist dieser Widerstand, dieser kleine Widerstand. Wir haben jetzt so viele Leute, die kriegen zum Beispiel diese Smart Meter und sagen, nein, hier ist die Tür und hier ist ein normaler Zähler und da ist Schluss. Ja. Also dieser Widerstand, auch jetzt bei 5G, dass man sich zusammentut und sagt, hier kommt kein Turm. Ihr könnt, wir machen wollen das nicht. Aber die Industrie kommt dann und sagt, ja, aber ihr alle wollt schnelles Internet auf euren Smartphones. Und da beißt sich die Katze oder der Hund in den Schwanz. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich will das nutzen. Ich will im entlegensten Wald oder im entlegensten Dorf, im letzten Keller noch vollen Empfang haben, auch für LTE oder so, dass ich jetzt, was weiß ich, ein super Video in 5 Minuten runterladen kann. Das widerspricht sich. Da muss ich sagen, okay, schaue ich, dass ich den Glasfaserausbau steiger, also eben. Das Glasfaser ins Haus, reicht das ist auch, die Zukunft. Wenn ich das zu Hause gucken kann und auch, ich habe Festnetz, jetzt weiß ich aus Schweden, da wird Festnetz eigentlich abgeschafft, also es wird einem so schwer gemacht, überhaupt noch zu kriegen, höre ich so, und man muss da im Grunde einen Mobilfunk haben. Das ist natürlich perfide, ne? Also ich beharre immer darauf, dass die Leute mich zu Hause anrufen, wenn ich zu Hause bin, dann habe ich das Handy, ich habe das nie an, und ich kann wenn ich es nach einer Woche mal einschalte, dann merke ich, oh, die Mailbox, da haben Leute drauf gesprochen, da hätte ich vor 10 Tagen zurückrufen müssen, aber ich sage, ruft mich zu Hause an. Ihr wisst auch, dass ich festnetze. Ja, sehr gut. Also das ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Wie gesagt, ich würde sogar noch weitergehen und das Smartphone trotzdem lassen. Aber ich muss einfach dieses ganze Kommunikationsverhalten wieder ändern. Ich muss nicht zu jeder Zeit überall und immer erreichbar sein. Und das Problem ist einfach, wie gesagt, wenn man es weiterdenkt, eine angemeldete SIM-Karte. Wenn ich für diese Karte eine Grundgebühr bezahle oder auch immer wieder auflade, mit dem Geld unterstütze ich diese Industrie. Also das muss ich immer wieder sehen. Und darum sage ich, möglichst das vermeiden, andere Techniken verwenden. Und die Zukunft ist eigentlich Glasfaser ins Haus. Und über dieses Glasfaser im Haus habe ich dann Telefon, auch noch, wer will, noch Fax. Da habe ich Internet, da habe ich Fernsehen, da kann ich Radio hören. Ich kann alles über ein Kabel im Haus machen, über eine Lichttechnik. Das ist eigentlich, das ist die Zukunft. Aber entscheidend, denke ich, für uns jetzt in der momentanen Entwicklung, in dieser menschheitsgeschichtlichen Entwicklung, in der wir stehen, auch zu lernen, sich hinzustehen. Und nicht zu sagen, ja, die wissen schon, was sie machen. Und ich kann ja eh nichts machen. Also diesen Satz, das ist die größte Lüge, die überhaupt rumläuft, die gibt's. Das stimmt einfach nicht. Wie gesagt, der kleine Schritt zu sagen, ich will keine Smart Meter im Haus haben. Ich will die Strahlung nicht. Ich will auch den WLAN nicht. Ich will einen normalen Telefonanschluss haben. Also es geht ja um viel mehr. Wir schaffen ja momentan es wird ja das Telefonnetz abgeschafft. Also wir haben ja jetzt ein komplett unabhängiges Telefonnetz. Das war ja vom Internet getrennt. Also das Telefonnetz war separat und das Internet war separat. Und das wird jetzt zusammengeschalten aufs Internet. Also wir verlieren das Telefonnetz. Ja. Wir verlieren sehr, sehr viel Telefonzellen im Moment. Ja. Also diese unabhängige und anonyme Kommunikation, die wird uns Stück für Stück oder immer schneller zusehends genommen. Also das heißt, jeder soll ein Handy oder ein Smartphone haben und mit dem telefonieren und nicht mit der Telefonzelle. Aber da könnten wir doch eigentlich jetzt kaum was machen. Ich meine, wenn ich dich so reden höre, finde ich vernünftig, aber ich weiß eben auch, dass die allermeisten Menschen sagen werden, naja, komm, Smartphone, so mit den Kameras und Filme gucken und was du alles für Apps hast, das möchte ich doch eigentlich nicht missen. Also die Chancen sind ja relativ gering, dass jetzt Millionen oder 80 Millionen Menschen sagen, ich schmeiß das Mobilfon weg. Also realistisch gesehen. Aber es gibt natürlich die Leute, die das machen. Nur, siehst du das wirklich so, dass das vielleicht noch aufhaltbar ist? Vielleicht gerade das 5G, weil da würde ich wirklich sagen, guck mal, wir haben schon so viel, es reicht doch. Ich muss doch nicht im Wald jetzt einen 4K-Film gucken können und den, wie du sagst, den Stundenfilm in 5 Minuten runtergeladen. Also das brauche ich doch gar nicht. Ne? Also gibt es da denn Gruppen oder Widerstand oder gibt es Ärzte, die sagen, hier 5G, das ist gefährlich? Oder was? Also sehr viel. Also es gibt jetzt auch schon, also es waren mehrere Punkte, gell? Aber es gibt, also die Ärzte sind sehr alarmiert, also die, wo sich auskennen. Die Mehrheit der Ärzte hat ja über Funktechnik und Auswirkungen von Funk gar keine Ahnung.
Also wir haben ja, die Mehrheit lernt das ja nicht im Studium. Ja. Die haben wirklich keine Ahnung. Klar. Aber es gibt Ärzte, es gibt Fachärzte, die sich gut auskennen und es gibt auch schon ganz, gibt schon internationale Ärzteappelle. Also auf meiner Homepage zum Beispiel sind die Appelle, da kann man auch als Betroffener oder auch so unterschreiben. Also es wird richtig versucht, Appell ist immer ein erster Schritt, aber ich sehe, wie gesagt, die praktischen Schritte und ich habe auch immer mehr Leute, die jetzt zum Beispiel ihr Smartphone verkabeln. Man hängt das Smartphone zu Hause ans Internet per Kabel, hat den Vorteil, dass es sehr schnell geht, man hat eine viel bessere Verbindung, man kann alles machen, ja, aber man hat es am Kabel. Also auch diese Möglichkeit gibt es schon, weil wir haben ja auch Berufsgruppen, wo noch mit WhatsApp und so weiter arbeiten müssen, die ja da unter Druck stehen auch oder einen Heimarbeitsplatz und müssen gewisse Erreichbarkeit und gibt ja verschiedene Sachen. Aber wie gesagt, aus der Geschichte von dem Tsunami möchte ich einfach warnen, mit der großen Masse mitzugehen, hat sich noch nie bewährt in der Geschichte. Also es sind immer die Leute, die Komischen, die Spinner, die Verrückten, heute würde man vielleicht sagen, die Verschwörungstheoretiker, die Sektierer, was für Worte man auch immer verwenden will, das waren immer Menschen, wenn man die Geschichte anschaut, bis auf, es gibt natürlich da auch Ausnahmen, aber wenn man die Geschichte anschaut, diese Menschen waren immer der Zeit voraus. Man hat die dann, die Durchschnittsbevölkerung tut die dann immer als, also immer irgendwie titulieren, eher negativ angehaucht, aber diese Menschen haben eigentlich immer die Welt verändert. Und darum denke ich, dass es auch wichtig ist, in seinem persönlichen Umfeld auch mal einen Schritt weiter zu gehen, als wie die Masse geht. Und ich meine, dass es geht. Und wenn man es nicht schafft, also wenn wirklich diese 5G-Technik in die Städte und die Ortschaften kommt, dann werden wir wahrscheinlich dermaßen gesundheitliche Auswirkungen haben, dass es bald jeder merkt. Also das wäre mein großer Wunsch, weil nur so wird sich was verändern. Wahrscheinlich muss es so krass werden, dass wirklich die Menschen, auch wie die Vögel sozusagen, da dauernd sich ans Herz fassen und umkippen, bis die Leute das merken und sagen, das ist es jetzt auch nicht wert. Ne? Also das Schlimme an der ganzen Geschichte ist ja halt, wie bei anderen Themen halt auch, dass es manchmal nicht so schnell geht, wie jetzt mit den Vögeln, dass die Menschen halt dann gesundheitliche Beschwerden bekommen. Sie verlieren ihre Konzentration, sie verlieren ihre Ruhe, sie verlieren ihren Schlaf. Das ist ja heute eben so schon so verbreitet und das geht so schleichend, dass auch alle Leute sich denken, naja, mein Nachbar hat das auch, dann wird es schon nicht so schlimm. Ich mache jetzt das nochmal so rein, aber ich würde immer sagen, also das ist so ein bisschen diese Lüge, die da immer so mitschwingt. Ich nutze es, habe jetzt schon 5 Jahre ein Smartphone und ich lebe immer noch. Hm. Ja, das ist so ein bisschen eine Lüge, weil die Schäden halt zeitversetzt kommen und wir wissen es aus der chemischen Industrie, wie gefährlich zeitversetzte Schäden sind, Beispiel Asbest zum Beispiel oder andere Schäden. Ja, die kommen massiv zeitversetzt. Wir wissen es eben natürlich auch von der Strahlung, Radioaktivität. Also wenn die Strahlung, also nicht so stark wie jetzt, damals in Tschernobyl den Reaktor sofort wieder geschützt haben, die hat es natürlich sofort erwischt, klar. Aber die anderen, das ging über Jahre. Ja, also das sind so, ist auch das weiß man eben jetzt bei der Funktechnik auch, diese wenige Strahlung auf eine lange Zeit ist viel gefährlicher als eine hohe Strahlung auf kurze Zeit. Also das ist auch so. Und drum denke ich, die meisten Schäden, die wir heute sehen oder jetzt schon sehen, auch an den Krankenkassenstudien, das sind halt Schäden in der Bevölkerung. Das ist Schlafstörungen, das ist Burnout, das ist Kopfweh, massivste Zunahme von Kopfschmerzen, die wirklich, und natürlich Migräne meistens noch dabei. Das geht so weit, dass junge Leute schon im Monat mehr als eine ganze Schachtel Kopfwehtabletten brauchen. Also das ist ja schon eine Abhängigkeit. Das kann es ja auch nicht sein, das ist ja keine Lösung. Ne? Also ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das geht so weiter und dann wird es seine Folgen haben. Und mit jedem Tag, wo das weitergeht, auch mit der jetzigen Technik schon, wird es immer mehr wehtun. Wir werden es nicht schaffen können. Und dann müssen wir entweder lernen es die Menschen, natürlich dann unter Schmerz, wird immer schwieriger werden. Oder wenn sie es nicht lernen, vielleicht haben wir Glück und es kommen andere Umstände noch dazu, die sich momentan in der ganzen Welt zeigen oder in der Weltpolitik entwickeln, die uns vielleicht retten oder die uns, wo so eine Veränderung kommt, in welche Richtung auch immer. Also ich persönlich würde sagen, ich persönlich bin sehr dankbar, dass so viele Leute sich für 5G interessieren. Also das Internet ist gerade voll mit Meldungen zu 5G. Mhm, ja. Von allen Aufklärungskanälen, von überall her kommen interessanteste Berichte. Und das freut mich, weil das ist zum ersten Mal so. Also ich mache ja Mobilfunkaufklärung jetzt bald 20 Jahre. Und so viel wache Leute, die jetzt sich zu Thema 5G äußern oder auch nachfragen, das gefällt mir. Und das ist unsere Chance. Also das heißt, ich sehe, die letzten Jahrzehnte der Arbeit, die waren nicht umsonst. Es hat so ein gewisses Fundament gelegt. Das Bewusstsein ist auf diesem Gebiet gewachsen.
Auch wenn man heute, ich war heute in Hamburg, wenn man durch Hamburg fährt und man sieht genau das Gegenteil. Also man sieht überall die Leute rumtippeln und manche laufen schon gegen die Laternenpfähle. Also das sind Geschichten. Ja, Fußgängerampeln am Boden genau, haben, weil die Leute Städten. Sonst so bei Rot über die... Ist das schon so? Ja, genau. Das gibt's wirklich Ortschaften, die haben wirklich Bodenfußgängerampeln. In Augsburg zum Beispiel. Leute, ja. Aber es kommt aus Asien. Aber in Augsburg haben sie es jetzt auch schon eingeführt. Also es kommt aus Asien. Das ist so absurd. Und wenn man eben den Blick nach Asien nimmt, um das vielleicht noch den Gedanken abzuschließen, man zeigt gerne auf Asien, also gerade auf China, wie schön China mit 5G, mit bargeldlosem Bezahlen, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, also auch bargeldloses Bezahlen wird mit 5G ja schon in Verbindung gebracht. Und das Verchippen eben auch der Menschen und der Tiere. Also es geht ja, das Verchippen bleibt nicht bei den Dingen hängen, es geht zu den Menschen und zu den Tieren weiter. Es gibt ja schon Versuche, das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, wie man dann Kühe verchippt und so weiter. Und diese kleinen neuen Chips, die können dann mit dem 5G korrespondieren direkt. Also man braucht dann nichts mehr dazwischen, man kann direkt jemand dann über 5G oder kann dann der Landwirt, wenn seine Kühe abhauen, kann dann eine App aufrufen und kann gucken, wo die Kuh ist, wo die Kühe wo abgehauen sind. Ja, dann sieht er, okay, die ist jetzt auf dem Marktplatz oder so, keine Ahnung. Also solche Geschichten, es bleibt nicht beim den Dingen stehen, sondern geht da. Und wenn man eben nach China schaut und sieht, auf der einen Seite, unsere Regierung wird ja nicht müde, auch immer zu sagen, ja, China und Menschenrechtsverletzungen und es geht immer mehr auf totale Überwachung und so weiter, denke ich, ja, okay, aber bei 5G jammern sie dann, ja, wir hängen China hinterher. Dann sage ich, ja, gut, aber entweder ich bin gegen den Überwachungsstaat, wie es China uns vorlebt, dann kann ich aber nicht alles vernetzen. Aber da ist ja eben auch schon das in Vorbereitung oder läuft teilweise schon, dass man quasi so soziale Punkte bekommt. Also wenn ich mich jetzt ordentlich verhalte, dann kriege ich mehr Punkte, wie so Thumbs Up oder so. Ja, genau. Und wenn ich jetzt bei Rot geblitzt wurde, dann gibt es Minuspunkte. Und wenn ich jetzt irgendwo, dann kann ich bestimmte Sachen irgendwann nicht mehr machen, weil ich irgendwie zu oft jetzt falsch geparkt habe oder zu schnell gefahren bin. Das kommt dann alles in so ein Punktekonto. Genau. Und ist wie bei Facebook, dass man sagt, Daumen hoch, Daumen runter oder 1000 Likes, ah, toll, ne? Oh, ein paar Daumen runter, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich wieder was mache, was nicht so. Ich denke, China ist ein gutes Vorbild. Also wir können lernen, wie das dann läuft. Man fasst die Daten zusammen und dann hat jeder ein persönliches Profil, ähnlich wie im Facebook. Du hast ein Profil und wenn das Profil nicht mehr der politischen Meinung in dem Land entspricht, dann bist du verdächtig oder du wirst gleich für andere Zwecke verwendet. Also gibt es ja in China, dass man den Organspenden, dass die von Falun Gong, also so eine Sekte ist eigentlich der falsche Begriff, aber eine Glaubensgemeinschaft oder spirituelle Menschen eigentlich wirklich dann jetzt als Staatsfeinde angesehen werden und dann werden die als Organspender freiwillig oder nicht freiwillig sozusagen verwendet. Ne? Ja, und das ist also genau die Gefahr. Und darum muss ich immer den Blick immer richten. Auf der einen Seite schaut man dann immer nach China, wie toll die technisch sind. Aber man darf eben und schimpft dann über Menschenrechtsverletzungen in China, das hört man in allen Medien. Aber man bringt dann auf der einen Seite, sagt man, okay, wir wollen genauso technisch werden wie China, aber auf der anderen Seite wollen wir die Gefahren der Überwachung nicht haben. Aber die Gefahr mit der Überwachung, mit 5G oder auch mit jetzt Internet der Dinge, diesen ganzen vernetzten Verkehr, das wird immer enger. Also es lässt sich nicht machen. Diese Daten werden verwendet. Also Vodafone hat es jetzt wieder gezeigt, die haben so einen Versuch gemacht. Sie zeigen das Beispiel als sogenannte Smart City. Also das heißt, also eine Stadt und können jetzt anhand von der Auswertung oder können die jetzt zeigen, wie viel, also den ganzen Straßenverkehr, das wird jetzt schon gemacht. Wenn jetzt auf einem Ballungszentrum zufahre, wie heute so auf Hamburg in der Früh, die Autobahn, alles zu, dann werden diese Verkehrsdaten, ich kann ja über die Handynetze sehen, die Autos fahren, also die Smartphones fahren kaum. Ich sehe ja die Bewegung, wie schnell kommen die vorwärts und wie viele sind da konzentriert, das sehe ich ja. Und daraus kann ich eben Verkehrsdaten ableiten. Das ist ja noch was. Das klingt ja jetzt noch positiv, aber natürlich können Sie dann irgendwann auch die Daten verwenden, um jetzt zu sagen, da fahren jetzt Leute zu einer Demo gegen den Staat oder was. Und das geht ja gar nicht. Und wenn die dann so ein autonomes Auto haben, was dann automatisch fährt, das fährt einen dann gleich zur Polizei oder gleich ins Gefängnis. Das kommt gar nicht an. Das fährt vielleicht woanders hin. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, das, was uns bewusst sein muss. Und es fängt ja an, wir haben jetzt E-Call, also ab 2018, 19 dürfen, glaube ich, die neuen Autos, die müssen quasi eine SIM-Karte drin haben. Das heißt, im Notfall ruft das Auto dann selbstständig an. Da hat aber, glaube ich, mal irgendjemand erzählt,
der fuhr so ein Auto, was so ganz modern und schick war und, mhm. und auf einmal hört er dann so eine Stimme im Auto, ich merke, Sie haben kaum noch Benzin, also die nächste Tankstelle ist irgendwie da und da und das, was ist das denn hier? Ja, das war dann so ein Service von irgendeinem, die mhm. das aber alles quasi auch über so ein Notrufsystem im Grunde abgeglichen haben und dann gesagt haben, ja, die nächste Tankstelle ist dann da und so. Das war aber so ein Versehen, weil er sich sozusagen war jetzt kein Notfall, aber das war so eine Situation, wo jemand gemerkt hat, was läuft hier eigentlich, ne? Also das ist ein sehr gutes Beispiel, das E-Call, ich habe es jetzt mal auf den Schirm genommen, gell? Das wird jetzt schon Pflicht, also die neuen Autos müssen schon am 31. März 2018 dieses System haben und das wird uns natürlich auch wieder hier suggeriert für den Notfall, wenn der ein Unfall passiert und der Fahrer nicht mehr ansprechbar wäre oder so, dann agiert dieses System. Das klingt ja alles gut. Das ist ja erst einmal eine gute Sache. Aber jetzt kommt genau das, was du gerade erzählt hast. Jetzt ist es so, bei den meisten Autos ist dieses System mit dem Computer verbunden, also mit dem Autocomputer. Und da kann man halt genau Rückschlüsse ziehen, wie aggressiv fährt. Also wie fährt jemand? Fährt er gemütlich? Fährt er aggressiv? Hat er Tank drin? Fährt er immer auf den letzten Drücker? Mit dem Tank, man kann gewisse Fahrverhalten genau praktisch rückverfolgen und dadurch, das ist eben jetzt die Gefahr, kann natürlich dann sagen, die Leasingbank sagt dann, ja Moment, also so aggressiv wie der fährt, da geht die Rate entsprechend hoch, zum Beispiel, oder die Versicherung. Sagt, genau, also das heißt, es werden Daten gesammelt, die dann wieder hintenrum verwendet werden und das ist, also das Auto, wir haben jetzt auch gerade ein Leihauto, weil meins eben nicht mehr fahrtüchtig war. Jetzt haben wir so ein Auto und ich habe das E-Call ist drinnen. Ich habe es natürlich ausprobiert. Also nicht, ich habe jetzt niemand keinen Notruf abgesetzt, aber ich wollte es mal messtechnisch mal erfassen. So, okay. Also wie du sagst, da ist eine SIM-Karte drin und man kann es aber ausschalten. Also ich habe es natürlich ausgeschalten und dann übermittelt es keine Daten. Noch kann man es ausschalten. Aber vielleicht wird es dann irgendwann Pflicht, dass man es eben nicht mehr ausschalten kann. Oder es fällt kann. Eben auf. Der schaltet dauernd jetzt irgendwie auf einmal oder an einer bestimmten Stelle schaltet er immer das E-Call aus. Genau. Das ist verdächtig. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, denk mal an Minority Report, dann wirst du verdächtig. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Amerikaner eben mit ihren Drohnen wirklich irgendwo in irgendwelchen Ländern dann Menschen aus der Luft dann abschießen. Und oftmals ist das eben aufgrund von solchen Informationen, die vielfältig gesammelt sind, weil der hat mit dem telefoniert, der muss ein Terrorist sein, den schießen wir jetzt ab. Zack. Also der Weg ist zwar vielleicht noch weit, aber wir sind schon relativ dicht dran. Ne? Wir sind schon nah dran, also nur ein Beispiel, das war ja schon vor 10 Jahren ein Thema oder länger, zum Beispiel in Afghanistan, die Taliban, ja, da gab es oft Meldungen, dass die abgeschossen wurden und dann kam, wann wurden die immer abgeschossen, wenn sie ein Satellitentelefon benutzt haben. Okay. Ganz klar, also durch das Satellitentelefon wussten die Position und dann haben die abgeschossen. Mittlerweile springen mit Handys oder Smartphones, kann man den noch genauer ermitteln und kann auch mit kleineren Drohnen viel genauer treffen. Also, wie gesagt, aufgrund der Metadaten von Millionen Sachen, die sie von dir haben, kommt jetzt irgendein Algorithmus eines Computers auf die Idee, dass das ein Terrorist sein muss, weil wir haben bisher immer recht gehabt. Ja, bei genau. Denen und der, das kann keiner mehr nachvollziehen, jetzt menschlich, aber der Computer weiß es halt und der hat zu 99% recht und der eine, der dann mal falsch erschossen wird, ich meine, ist so. Aber nein, wir müssen über so Sachen, muss man mal offen reden, das ist diese sogenannte künstliche Intelligenz dann, die das dann bestimmt und wenn das einen Automatismus kriegt, dass nicht mehr ein Mensch dasteht, ein Richter oder ein wirklich echtes Gericht, wo dann sagt ja oder nein, dann haben wir ein Problem. Weil dann entscheidet die Maschine, wer umgebracht wird oder wer. Naja, aber inzwischen ist es glaube ich schon so, dass sie sagen, da sitzt zwar noch ein Mensch, der das entscheiden muss, aber der sagt, die Daten sind eigentlich, der Computer sagt, also das muss ja schon, das ist überzeugend. Okay, und dann frage ich nochmal nach. Ja, Hammer, go? Ja, Hammer, okay. Also ein paar Leute entscheiden dann aufgrund der Daten des Computers schon. Und irgendwann kann der Computer auch gleich entscheiden. Ja, und das ist natürlich das Extreme. Das gleiche passiert natürlich dann bei den Versicherungen. Zum Beispiel anhand der Daten, die Versicherung hat, entscheidet die, ob sie dich jetzt versichern will zu, neue Krankenversicherung, privat oder irgendwas. Oder nachträglich, bezahlen nicht mehr für meinen Unfall, weil die gesagt haben, der ist ja ziemlich, die ganze Zeit ganz schön zügig gefahren. Ne? Genau. Und das ist dann eine Ermessensfrage. Und die Gefahr haben wir jetzt praktisch schon in den Autos drin, also jetzt, um das mit den Autos zu beschreiben. Also kann noch deaktiviert werden, aber... Ja. Was für Daten sind dann da jetzt alles drin? Also wie schnell ich fahre oder so? Ich meine, das kann man wahrscheinlich alles ablesen. Ne? Also Sie schreiben natürlich hier, es ist nicht vorgesehen,
und für einen Laien voraussichtlich auch nicht möglich, das bordeigene E-Call-System zu deaktivieren. Also in dem Auto, wo ich jetzt habe, geht's mit einem Knopf. Das war jetzt sehr einfach. Denn der E-Call ist technisch oft tief im Infotainment-System verankert. Also klar, entweder Musik hören oder E-Call. Also sprich, wenn ich die Sicherung rausmache, wo Navi und Radio und alles drin ist, dann ist das E-Call vielleicht mit aus, wenn ich die Sicherung rausmache. Aber dann ist natürlich alles andere auch hoffe weg. Hoffe ich, da gibt es irgendwo eine App für, die das dann deaktiviert. Also wir haben das hier, es gibt also, Sie schreiben das hier, genau, und dann wollen wir uns so weit gehen, eben wird aus dem Fahrzeug etwas entfernt, also ich entferne zum Beispiel das E-Call, ich sage, ich mag das nicht, das Bestandteil der Typenzulassung war, wie zum Beispiel ein Katalysator, ABS oder auch eben das E-Call, so verliert das Auto die Betriebserlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr. Also die drohen jetzt hier schon, das ist jetzt aus dem ADAC raus, die sagen, wenn du das E-Call ausbaust, verlierst du die Zulassung von deinem Auto und darfst offiziell nicht mehr fahren. Also das heißt, sie setzen zum Beispiel Menschen, elektrosensible Menschen wie mich und Millionen andere unter Druck, dass wir, wenn wir ein neues Auto kaufen, müssen wir ein E-Call haben. Wir vertragen das gesundheitlich nicht, wenn das dauernd Daten sendet. Und aber ihr dürft es auch nicht abschalten, sonst seid ihr gleich... Sonst ist das, verliert das Auto die Betriebserlaubnis. Ja. Dann würde ich mit einem Auto ohne Betriebserlaubnis fahren. So die offiziell. Also die drohen praktisch, so wird schon hier bei einem, das ist die Pressemeldung vom ADAC, so wird praktisch schon... vorgesorgt in den jeweiligen Pressetexten. Also noch kann man vielleicht ältere Autos kaufen, die das noch nicht haben, aber irgendwann ist das ja auch mal dann vorbei. Ne? Da komme ich halt auf den Punkt, wo ich überlegen muss, ob man halt wirklich mal so ein richtig altes Auto hat, wo mindestens 20 Jahre hat. An den Punkt komme ich. Ja. Ob das nicht Sinn macht. Es aber gibt Leute, ich kenne Leute, die fahren nur so alte Gurken, weil du kannst ja im Grunde so ein Auto heute mit so einer Blackbox, kannst du irgendwie sicherlich auch fernsteuern, also Räder blockieren irgendwie bei 200, kannst du schon jemanden beseitigen, der so ein modernes Auto hat. Das ist ja heute alles elektronisch. Alles auch schon passiert. Ja. Also wie gesagt, die Gedanken gibt's und dann braucht man halt einen guten Schrauber, der einem dieses Auto instand halten kann. Ja, weil sonst... Oder einen guten Hacker, der das alles ausschalten kann. Ja, was machen wir denn? Also es klingt ja alles doch schon sehr besorgniserregend. Gut, dass du natürlich davor warnst, aber ich habe die Befürchtung, wie du sagst auch, dass die meisten Menschen zu träge sein werden und wahrscheinlich erst doch etwas Schlimmes passieren muss, dass die Leute merken, was haben wir uns da angetan? Also mein persönlicher Wunsch und mein Gebet ist immer das, dass jeder... eine persönliche Erschütterung bekommt. Also eine Erschütterung in seinem eigenen Leben. Also Erschütterung meine ich immer in Form von Wachrütteln. Ja. Also was weiß ich, meine Erschütterung war klar, ich habe irgendwann gemerkt, ich reagiere auf Funk und das als Funktechniker und Vollblutfunker war das doch eine große Erschütterung. Suboptimal. Ja, aber ich habe dadurch sehr viele Dinge lernen dürfen würde das als sehr positiv, stufe das als sehr positiv ein. Und so diese Sachen wünsche ich jedem, dass er in seinem eigenen Umfeld Dinge erlebt, wo er anfängt, lernt Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist die Chance, das ist mein momentaner Wunsch noch. Die Chance ist noch da. Ich denke, wir haben noch eine Gnadenzeit, eine gewisse Form von Gnadenzeit. Ja. Wir können das noch, also das kann noch jeder haben. Viele haben es vielleicht auch schon, aber wehren das vielleicht auch ab. Ich muss manchmal einfach auch Ja sagen. Ja, also zum Beispiel, wo bei mir gemerkt habe, ich reagiere auf Funk, ich muss einfach Ja sagen, okay, das ist jetzt so. Was machen wir, was ist der nächste Schritt? Natürlich hat sich mein Leben ganz verändert, von damals Funkfreak heute zum Aufklärer zu dem Thema. Also die Geschichte kann man dann auf meiner Homepage nachlesen, wer da Interesse hat. Aber der erste Schritt ist natürlich, ich nehme das an. Ich sage, okay, da ist jetzt eine Erschütterung in meinem Leben. Ich nehme das an und ich gehe den nächsten Schritt. Und dadurch bin ich in der Lage, mich zu verändern. Oder ich musste mich verändern. Und ich bin sicher nicht einfach, mich zu verändern. Wenn ich mich verändern kann, kann es jeder. Also so ist meine Auffassung. Das heißt, ich sehe das so, dass jeder in der Lage ist, sich zu verändern. Egal wie alt, wie jung, wie groß, wie klein. Und das ist momentan die Chance in dieser Gnadenzeit, die wir noch haben. Wir wissen nicht, wie lang die noch ist. Ja. Das heißt, ich wünsche das jedem. Und klar ist, wenn... das nicht passiert und nicht genügend Menschen rechtzeitig umkehren, werden sich die Erschütterungen, die werden immer, also umfassen dann immer größere Gruppen. Am Anfang ist vielleicht das eigene Leben, aber es werden dann immer größere Gruppen und diese Erschütterungen werden auch immer heftiger. Also das ist einfach so, das sind einfach die Schöpfungsgesetzmäßigkeiten, die sind einfach so. Ich habe den Eindruck, dass im Moment doch sehr vieles passiert, vielleicht jetzt nicht speziell auf Elektrosmog, aber das eine, du weißt ja, das eine Thema zieht das nächste nach sich und im Moment, ob man da jetzt über Chemnitz und keine Ahnung, diese ganzen Migrationssachen, wo ja auch so die Politik und das Gefühl der Menschen so weit auseinanderklafft inzwischen, dass das kaum noch
meines Erachtens im Moment, das muss irgendwie, das geht so nicht weiter. Ne? Klar, also die Politik kann nicht ewig so weitermachen, völlig anders, als die Menschen denken. Genau, und das wird irgendwann knallen sonst. Und da müssen Veränderungen stattfinden. Und wie gesagt, wenn man mit einem Thema anfängt, kommt das andere nach. Und wie du sagst, es sind ganz viele jetzt, die vor 5G warnen. Ja, das freut mich. Ja. Das ist eine Bewusstseinssache. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich so, wir haben eine Bewusstseinserweiterung. Wie gesagt, also ich schaue es jetzt, habe es jetzt natürlich in dem Zusammenhang aus dem Thema gesehen, aber was mir natürlich das Herzen anliegen ist, ich versuche immer einen roten Faden zu zeigen. Weil ja. Der rote Faden ist bei allen Themen meistens bis fast zu 100% immer der gleiche. Ja. Und es geht, dass wir an zum Beispiel an einem persönlichen Schicksal, wie jetzt bei mir mit dem Funk, einfach diesen roten Faden lernen. Und dann sehe ich, Moment mal, das ist beim Funk so, das ist beim Impfen so, Das ist von mir aus in Chemnitz so. Ja. Das ist immer das gleiche Prinzip. Und eben, und wir sind jetzt in der Phase, ich denke, die Wahrheit lässt sich nie unterdrücken. Egal, wer auch immer versucht, diese Wahrheit unten zu halten, diese Wahrheit zu verleugnen oder aus der Wahrheit eine Lüge zu machen oder was auch alles Tricks verwendet werden, das geht nicht auf Dauer. Das geht eine gewisse Zeit und dann ist einfach Schluss. Und die Wahrheit lässt sich nie verstecken, die kommt immer durch. Die wird immer durchkommen und in der Phase sind wir. Egal zu welchem Thema, es wird so nicht weitergehen. Und ich habe mir oft immer die Frage gestellt, manchmal, wenn man dann so im Wald lebt wie ich, und dann denkt man, manchmal könnte es auch nicht schnell genug gehen. Ja, klar. Aber wobei ich bin das Leben im Wald sehr gewöhnt mittlerweile. Aber ich denke manchmal, das ist wie ein großes Schiff. Das läuft, das hat irgendwo Löcher und es läuft voll. Und irgendwann kriegt es immer mehr Löcher, weil das Ganze, was überall bröcklig und marode ist, gibt es überall Löcher. Und dann geht es erst langsam, bis es mal so eine gewisse Menge an Wasser hat. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, wo es sehr schnell zu Ende, also versinken wird. Ja. Und ich glaub, das sind du bist irgendwo. Vielleicht bei den Ersten, die schon die Sicherheitsboote schon runtergelassen haben und die anderen sagen, Quatsch, das läuft doch noch. Genau. Das, guck mal, das fährt, was willst du? Was willst du, läuft doch die noch paar alles. Löcher. Ne? Ja, und genau. Irgendwann sagen die aber, oh, jetzt wird es aber doch langsam. Und dann gibt es gibt alle Phasen dann. Es gibt dann die Rettungsboote schon runterlassen, dann gibt es die dann nur rechtzeitig noch einen Sprung vielleicht schaffen ins Rettungsboot, und dann gibt es die sagen, warum, das ist alles in Ordnung, wir bleiben drauf, und dann gehen sie mit unter. Also es gibt dann alle Varianten sicherlich. Aber ich bin vom Wesen her eher der Mensch, ich bin eigentlich so ein Rettungsbootmann oder auch ein Sandsackschlepper, sag ich mal jetzt hier auch in Norddeutschland. Ja. Wenn eine Flut kommt, ich würde den Leuten, die noch vom Smartphone hocken oder vom Internet sich bedütteln lassen oder vom Fernsehen, noch die am liebsten noch die ganzen Sandsäcke vors Haus packen, wenn die Flut schon kommt, und die sagen immer, ach Uli, da kommt doch noch gar nichts, ist doch kein Problem. Ja. Und ich glaube, das ist auch, was ich jetzt lernen habe dürfen in meinen Zeiten, ich mache das nicht mehr. Ich kläre die Leute auf, ich sage, pass auf, das sind die Zeichen der Zeit. Stuf sie ein oder stuf sie nicht ein, aber du bist für deine Sache selber verantwortlich. Also es kommt die Phase, wo man die Leute einfach nicht mehr, man kann sie nicht mehr mitziehen. Aber es gibt ja auch so Zeiten, wo ein ganzes System auf einmal über Nacht sozusagen, ob wir an die DDR denken oder egal, es gibt ja viele Staaten, die auf einmal von einem Tag auf den nächsten völlig sich verändert haben. Und ich denke, das ist nötig, weil wie du sehe ich das auch, es ist sehr bedenklich, aber es ist eben so, es wird immer drängender, dass sich was verändern muss. Es kann ja so nicht weitergehen. Und wenn es so weitergeht, gut, dann haben die Menschen, wenn sie wirklich schlafend das alles annehmen, dann wachen sie irgendwann auf und sind tot. Oder ich weiß nicht, wie es dann laufen wird, aber ich habe mir oft mal die Frage gestellt, wenn ich, also es soll jetzt nicht vermessen klingen, gell, aber wenn ich jetzt hier der Schöpfer von der Erde wäre und ich sehe, dass die ganzen Menschen hier unten einfach diesem sprechenden Bild, also diesem Smartphone-Ding da hinterherlaufen, wie die Zombies, ja, die wie heißen die jetzt, haben wir so einen neuen Namen, Smart-Zombie, nein, also diese, gibt es so einen Zombie-Namen mit Smartphone, wie die Zombies? Zombie oder so? Zombie, das Zombie, genau. Okay. Und dann denke ich mir mal, wenn ich wollte, dass die wirklich richtig was lernen, mir geht es immer darum, dass die was lernen, dass man sich verändert und weitermachen kann, wann würde ich sagen, jetzt ist aber fertig? Ja. Also, ich habe mir überlegt, ich würde jetzt gucken, dass sie so abhängig sind von dem Ding, also sowohl von der Sucht, als aber auch zum Beispiel vom Zahlungsverkehr, vielleicht sogar eben die Bargeldabschaffung. Und dann würde ich sagen, jetzt ist gut. Und dann ist von heute auf morgen Schluss. Und das dann tut es richtig weh. Das ist wie ein Vater, der Kinder hat und die räumen ihre Zimmer nicht auf. Da kann man jetzt sagen, man verhaut die oder man sagt, okay, ich lasse die machen, bis sie an ihrem eigenen Müll dann, die sagen zwar, aber mach doch mal das Zimmer sauber, aber wenn sie sich nicht selber merken, dass es irgendwann wirklich die Tür nicht mehr aufgeht, dann die müssen halt selber
die Konsequenzen ihres genau. Handelns auch. Und das müssen wir eben auch. Also die Konsequenzen unseres Nichtstuns wäre dann, dass wir irgendwann entweder mit dem Auto zur Polizei gefahren werden, obwohl wir es genau. gar nicht wollen, oder krank werden und einen Herzinfarkt bekommen oder sonst was. Ja. Das ist natürlich die Schlimmste. Also es ist immer Saat und Ernte. Natürlich, was ich sehe, das ernte ich letztendlich. Und ja, die Gesundheit ist immer das Unangenehmste, würde ich sagen. Da müssen wir eben aufpassen. Das war noch eine andere Folie. Aber wie wollte ich sagen, das habe ich gerade gefahren. Ja, es ist auch egal. Gesundheit ist natürlich ein wichtiges Thema und wir merken es manchmal, wenn es so schleichend ist, eben nicht, wie wir krank werden. Und das hat ja mit genau. viel mit Ernährung zu tun, aber eben Klar. auch Elektrosmog. Und das sind eben so Sachen, wenn das so schleichend ist, dann kann es eben, das ist wie mit dem Frosch, wo man genau, die Temperatur langsam erhöht, dann merkt er das gar nicht, wenn er gekocht wird. Deswegen ist es wichtig, dass Leute wie du und ich, dass wir warnen. Und was wir im können. Moment ist eben doch sehr viel los. Ne? Genau, also wir haben jetzt, wie gesagt, diese Gnadenzeit. Ich denke, auch unsere Sendungen können noch geguckt werden. Auch meine Homepage wird zwar ab und zu gehackt, aber sie ist bis jetzt immer wieder online gegangen. Ja, ja, also wer dann könnte dann nachlesen. Und wir haben auch noch einen guten YouTube-Kanal, der heißt Funkwissen. Die sammeln auch ganz viel Dokus zum Thema Mobilfunk und diese ganzen Nebenthemen. Also wer da möchte, YouTube bei Funkwissen oder halt bei mir ulrichweiner.de, kann sich da informieren. Und ich denke, jetzt ist noch die Zeit, wo diese Infos raus können. Es läuft im Hintergrund, das wissen wir alle, geht es immer mehr in Richtung Internetsperre. Also ja. wir gehen hier auch wieder, das chinesische Vorbild greift hier auch. Also es wird immer mehr gesperrt und wir wissen nicht, wie lang unsere Sendungen und unsere Beiträge noch im Internet geguckt werden können. Und darum ist jetzt eigentlich auch die Zeit, diese Daten zu sichern. Das empfehle ich auch den Leuten. Sagt, ladet euch runter, was ihr braucht. Macht für eine DVD oder macht es auf einen Stick. Schenkt es ja. auch dem Nachbar, der ja. vielleicht kein schnelles Internet hat. Auch die älteren Leute haben mal viele bewusste Leute, die kein eigenes Internet haben. Gebt ihm doch mal eine DVD. Sagt, hier, guck mal, 3, 4, 5 Beiträge, schaut dir die mal an, zu welchem Thema auch immer. Man kennt ja dann vielleicht seinen Nachbarn und weiß, was ihn interessiert. Mhm. Einfach diese einfachen Sachen. Und eben jetzt ist noch die Zeit, noch diese Infos rauszubringen. Und ich denke, wir machen das, solange es noch geht. Und dann kommt halt eine Phase, wo jeder selber schauen muss. Oder dann kommt es halt drauf an, bin ich vorbereitet oder bin ich nicht vorbereitet. Ich denke, die Phase kommt. Menschlich gesehen ist es natürlich so, ich kann mich nicht auf alle Dinge vorbereiten. Das geht nicht. Ich lebe jetzt 16 Jahre im Wald. Ich weiß, wie es draußen ist. Ja. Aber ich habe immer eins erlebt, wenn man ganz treu seine Impulse nachgeht, die kommen, dann kommt zur richtigen Zeit die richtigen Dinge und man hat immer auch die Idee oder auch die Möglichkeiten, egal wie schwer die Situation ist. Die Situation kann noch so schwer, noch so undurchsichtig sein. Es gibt immer den nächsten Schritt, wie geht es weiter, und es gibt immer einen Impuls. Also da höre ich auch so ein gewisses Vertrauen in eine ja. höhere Ordnung, und das sehe ich Bedingt. Genauso. Das heißt, so schlimm das alles aussieht, wir machen das ja nicht, um den Leuten Angst zu machen, sondern einfach zu sagen, guckt an, wohin die Reise geht, und wenn wir so weitermachen, wo wollen wir das? Genau. Ja, und was können wir machen? Und du sagst es, so im Wald leben. Viele stellen sich das wahrscheinlich nicht schön vor, aber vielleicht ist es irgendwann so, dass wir gezwungen sind, mal wirklich auch wieder mit der Natur uns zu vertragen. Und unbedingt. Wie ist das denn? Wie lebst du denn wirklich, im Wohnwagen irgendwo? Oder? Genau, ich lebe also im Wohnwagen im Wald, und ich würde einfach sagen, ja, das ist die Zukunft, dass wir nicht mehr gegen die Natur schaffen, sondern mit. Also die Schöpfung ist ja uns gegeben, auch, dass wir mit der leben können. Also das ist ja, hängt ja zusammen. Wir haben uns halt abkoppeln lassen. Ja. Und da gibt es ja verschiedene Zitate, Goethe fällt mir ein, aber ich habe es jetzt nicht ganz im Wortlaut mehr im Kopf, wo er einfach sagt, also das Ziel ist ja einfach, Steiner sagt es auch, sagen diese vielen, man koppelt einfach die Menschen ab von der Natur, ich nehme die Menschen raus, hocke sie an die Bildschirme zum Beispiel, dadurch haben die gar keinen Bezug mehr zur Natur, die wissen nicht, wo kommt eine Quelle aus dem Wald, wie funktioniert das da draußen, Kräuter kann ich essen, was kann ich überhaupt im Wald essen, wie kann ich mir einen Garten anlegen, also so ganz grundlegende Dinge, die sind einfach nicht mehr vorhanden. Und die jungen Leute sagen, ja, dann, wenn ich es brauche, frage ich Onkel Google. Ja, sage ich, ja, aber wenn du es brauchst, ist es A, meistens schon sehr spät oder zu spät, und Onkel Google geht dann nicht mehr. Mhm. Also das heißt, du musst jetzt schon das Wissen holen. Und so denke ich auch, man darf nicht in eine Überforderung kommen, einfach Schritt für Schritt, wie die Impulse kommen, die Dinge auch umsetzen. Also die Impulse, die man kriegt, umsetzen. Egal wie schwer die Situation ist, es wird einen Weg geben. Und wie du halt sagst, das ist halt das Gefährliche, wo die Funkstrahlung spüren, in meinem Fall, die haben einen großen Vorteil zu denen, die es nicht spüren.
Weil die, wo es spüren, die müssen sich schützen. Die anderen spüren es nicht und können sich nicht schützen, in dem Sinn. Sie können aber auf die anderen hören. Ich habe wieder andere Themen, wo ich es nicht so gleich und so schnell spüre, sage ich jetzt mal, wo ich sage, ja, da könnte was sein, aber es trifft mich jetzt nicht gleich so direkt. Mhm. Und da ist es halt gut, da muss ich lernen zuzuhören, sagen, oh, was hat er gesagt? Irgendein anderes Thema, da ist was nicht in Ordnung, muss ich solche Ohren kriegen und das Wissen, was ich nicht habe, dann mithören. Weil es gibt halt einfach das beobachtet die ganze Aufklärungsbewegung, die ganzen Whistleblower, die ganze Wahrheitsbewegung ist einfach so, dass die Mehrheit hat ein Thema. Oder viele, so wie ich, haben jetzt ein Hauptthema, erkennen natürlich in dem Hauptthema, dass es einen roten Faden gibt, der mit allen anderen Themen gleich ist und können dann Zusammenhänge durchschauen oder leichter durchschauen, klar. Aber jeder hat so ein Thema und die, wo ich kann jetzt sagen, also ich muss einfach sagen, okay, ich kenne mich bei dem Thema aus, aber wenn ein anderer was sagt und ich spüre, da muss ich solche Ohren kriegen, Riesenohren. Das ist ja das, was eigentlich so, es fängt mit einem Thema an und vielleicht, du hast eben gesagt, Impfungen weißt du eben auch. Und ich glaube, die Leute, die so ein Thema haben, die wissen auch, aha, das ist auch ein Thema und Rohkost oder Ernährung ist ein Thema und was weiß ich, Organspenden, das sind alles so Themen, du fängst mit einem an und dann bist du auf einmal auch wach für andere Themen. Genau. Noch eine letzte Frage vielleicht. Ja. Du hast jetzt so einen schicken Anzug. Das ist ja auch, gibt's. Also was kann man Leuten empfehlen, die wirklich das auch spüren? So Elektrosmog, dass sie Kopfschmerzen haben oder was auch immer. Gibt's da eine gute Quelle? Also es gibt gute Quellen. Vielleicht, ich könnte aber auch noch schnell zeigen, was man auch zu Hause machen kann vielleicht. Also generell Abschirmkleidung ist eine Möglichkeit, aber es gibt halt auch Abschirmung fürs Haus. Ich wollte vielleicht mal ein Beispiel schnell einblenden. Das würde ich sogar für besser finden. Also der Anzug ist praktisch für unterwegs, kann man alles machen. Aha, jetzt geht es so schnell nicht. Aber ich würde persönlich eigentlich empfehlen, also wie soll ich sagen, wir haben jetzt eben Ende 2018 und die Weltlage schreitet sehr stark voran, auch der ganze Mobilfunkausbau eben. Und jetzt geht es eigentlich um Schutz und ich würde sagen eigentlich, den Schutz der Familie. Also ich habe hier ich zeige jetzt mal ein paar Folien, ich habe da mal eine kleine Zusammenfassung gemacht. Ach, es kommt der Herr Office, der will immer gekauft werden. Ja, das muss man auch testen. Jetzt schaue ich mal, dass ich das hier auf Open Office aufkriege. Wie schütze ich mich und meine Familie? Da möchte ich euch mal gerade ein paar Bilder zeigen noch. Also wirklich den Schritt zu gehen, der erste Schritt zu Hause ist natürlich mal zu gucken, was habe ich an Funkstrahlung im Haus? Das ist natürlich das Erste, dass ich was vermeide. Messgerät vielleicht mal, oder? Messgerät würde ich empfehlen. Ich persönlich bin Freund von dem E-Smog-Spion. Habe ich mir auch geholt, sehr schön. Ja. Da hört man es auch und es klingt wirklich grausam, wenn man mal hört, wann so ein Handy angeht. Weil das eben diese digital gepulsten Signale sind, die klingen wirklich ganz übel. Also es ist auch nicht irgendwie harmonisches Rauschen oder irgendwie noch ein analoges Rauschen, sondern klingt ganz scheußlich. Und das finde ich eigentlich so wertvoll, dass wir diesen E-Smog-Spion zum Beispiel haben, weil wenn man das wirklich mal hört, wie der Funk und unsere Zellen im Körper hören das ja praktisch 24 Stunden und dann sieht man, dass das auf Dauer nicht gesund sein kann. Das ist genauso wie eine Übersäuerung zum Beispiel. Die kann einfach auf Dauer nicht gesund sein. Ja. So ähnlich muss man sich das ein bisschen vorstellen. Und der Funk macht ja auch eine gewisse Übersäuerung im Körper. Also das wäre jetzt nochmal so ein kleiner Nebeneffekt. Also man merkt, dass du auch viele Themen drauf hast. Das ist eben auch so mit basischen Bädern oder das heißt, das kannst du wahrscheinlich gar nicht. Eine Badewanne im Wohnwagen gibt es gar nicht. Also basische Bäder. Aber wäre sehr empfehlenswert. Ja, also, ja ich mache das gerne. Und ich habe gerade auch einen sehr interessanten Film gesehen drüber, dass sie früher auch eben das Wissen hatten um die Gesundheit der Bäder, der Jungbrunnen, dass das eben wirklich damit zu tun hat, dass wir völlig übersäuert sind. Ja, also Übersäuerung, wie gesagt, Funk macht auch Übersäuerung. Man kann auch, ich nehme mein Glas Natron oder mehr, wenn ich spüre, es wird zu viel, gerade jetzt nach so einem etwas Tag unterwegs, mache ich das. Also wie gesagt, die Schritte zu Hause, den eigenen Sender finden, den eigenen WLAN abschalten, gucken, was habe ich, Smart Entertainment. Also mittlerweile sind Fernseher mit WLAN ausgestattet, die Drucker, ganze Lautsprecheranlagen. Also das wäre so der erste Schritt. Wie verändere ich die Welt? Die fangen wir bei mir an. Also fange ich zu Hause an. Was habe ich zu Hause? Das ist der erste Schritt. Das Schnurlostelefon ist so ein klassischer Dauerstrahler. Den würde ich empfehlen, dringendstens zu vermeiden. Ja. Also, und eben, ich denke auch, ein Telefon mit Kabel, was ist das Problem? Ja, und dann kaufe ich mir ein langes Spiralkabel, wenn ich damit noch rumlaufen will. Und die gibt es bis 10 Meter, die Spiralkabel. Eben, also was ist das Problem? Also so empfehle ich das auch. Ja. Klar, wenn einer, ich habe natürlich immer ein paar, die sagen, ja, im Großen und Ganzen, sage ich, okay, nimm ein Schnurlostelefon mit Eco-Modus Plus.
So heißt es, Eco, Modus und Plus als Pluszeichen. Mhm. Das kann man im Menü bei den neuen Modellen einstellen und dann schaltet die Basisstation die Strahlung ab. Mhm. Dann sendet es nur, wenn man telefoniert. Sonst sendet es rund um die Uhr, ne? 24 Stunden. Man sich, dass man nicht schlafen kann. Ne? Eben. Und das Schlimme ist aber, bei diesem Eco Plus muss man bei den Modellen aufpassen. Ich habe aber auf meiner Homepage unter Schnurlos Telefone, findet man das dann, da kann man eine Liste holen, mit welchen Geräten es geht. Weil es gibt Geräte, zum Beispiel, die stecke ich aus, zum Beispiel, was weiß ich, man putzt, steckt das Telefon aus, steckt es wieder ein und dann ist der Eco-Modus wieder draußen. Ah, ja. Also das heißt, der fängt dann wieder an, 24 Stunden zu strahlen, wenn ich es nicht wieder neu einstelle. Und, okay, und das ist ein Problem. Und darum empfehle ich euch im Idealfall immer das Schnurtelefon. Und Kinder sollten natürlich ein schnurloses gar nicht verwenden. Und natürlich so ein Messgerät, das wäre den E-Smog-Spion. Den kann man auch bei mir finden mit E-Smog-Spion auf der Homepage. Haben wir auch einen Schulungsfilm gemacht. Kann man mal reingucken, wie das Ding wirkt. Und sonst Abschirmung, so Abschirmung mit Chips und so, da hast du nicht so die Erfahrung, dass sie irgendwie wirken. Ja, also die Chips, ich bin die immer wieder am Testen. Meine Erfahrungen sind bisher eher negativ, also das heißt negativ nicht. Also wir haben verschiedene Versuche gemacht, habe auch noch Unterstützung gehabt vom Baubiologen und so. Wir haben festgestellt, dass die Chips, waren bis jetzt, und es waren schon einige, die machen ein gutes Gefühl. Also wir haben zum Beispiel einen Versuch gemacht mit Hühnern. Also die Studie kann man auch bei mir runterladen. Also man hat drei brütende, also Hennen genommen. Die eine hat man eingepackt in einen Strahlenschutzkäfig aus einem feinen Fliegengitter. Hatte aber Loch, sie konnte jederzeit raus. Die andere saß praktisch draußen in der Nähe von dem Funkturm, alles in der Hauptstrahlung von dem Funkturm. Und die dritte hatte einen Chip unten drunter. Und das Ergebnis war, die Henne in der direkten Strahlung, die brütet gar nicht. Das ist so der Mutterinstinkt, wenn die spürt, sie kriegt ihr Junge nicht durch, brütet die gar nicht. Aha. Das heißt, die macht sich vom Acker, also die geht. Okay. Die erste und dritte, die mit dem Chip und die mit dem Schutz, die haben beide gebrütet. Und die unter dem Strahlenschutz, sind die Jungen gesund geschlüpft und die mit dem Chip waren die Mehrheit der Küken missgebildet. Also das heißt, die hat sich wohler gefühlt. Die saß also unten drunter, also der Chip war drunter, die hat sich wohler gefühlt, hat sich sicher gefühlt, hat gebrütet, aber die gesundheitlichen Schäden waren trotzdem da. Okay. Und das ist eben das Problem, was ich also bei den Chips immer wieder sehe, das haben wir einfach noch nicht erforscht und es reicht nicht. Die Elektrosensibilität ist keine Sache des Gefühls oder die Strahlung hat eben Auswirkungen oder der Einbildung, sondern das geht wirklich an die Substanz mit der Zeit. Und bei den Versuchen sieht man es halt sehr schnell, weil die halt einen hohen Zellwachstum haben. Die sagen ja auch, dass sie quasi ein harmonisches Feld drauflegen sozusagen. Also Genau. Die können ja die anderen Wellen nicht wegkriegen, aber das Harmonisieren, das ist vielleicht, fühlt sich gut an, aber es nützt nicht wirklich was. Ja, ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Mhm. Ich mache es natürlich so, ich teste jedes Jahr zwei oder drei, einfach nur um... auch wenn doch mal eins dabei ist, was wirklich gut ist, dem muss ich eine Chance geben. Ja. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, der mir ganz wichtig ist in dem Zusammenhang mit den Chips. Ich stelle halt dann immer die Frage, ich habe dann Leute, die kommen dann ganz stolz und sagen mir, guck mal, Uli, ich habe jetzt ein Smartphone, das macht jetzt sogar gute Strahlung, jetzt kann ich noch mehr WhatsApp machen, jetzt kann ich noch mehr Facebook machen und habe nur noch gesund. Gesunde Strahlung. Ja. 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 Und dann denke ich mir immer, habe immer ein großes Fragezeichen, gell, wenn ich das dann höre. Ja. Und dann stelle ich immer die Frage, sage ich ja, wer geht jetzt auf die über 300.000 Sendeanlagen, die wir schon haben, jetzt kommt ja noch 5G dazu, wer steigt jetzt da hoch und klebt einen Chip drauf? Weil ich finde es hoch egoistisch, wenn einer sich selber, vermeintlich selber schützt mit seinem Chip auf seinem Smartphone. Ja. Aber was ist mit den ganzen Menschen draußen, den ganzen Tieren, wer schützt die? Und da merke ich, das ist auch in unserem Zeitalter jetzt, diesen Egoismus abzulegen, zu sagen, okay, es geht nicht um mich. Es geht, was gibt es auch für Abschirmung jetzt? Was kann man noch machen? Ja, gehen wir schnell noch durch. Also ich empfehle natürlich alles zu verkabeln. Ich will noch kurz zeigen, eben Smartphone verkabelt. Ja, haben wir schon gesprochen drüber. Okay, ja, so schaut es dann aus. Man geht auf Flugmodus und es ist verbunden. Also das geht tatsächlich. Okay. Ja, das geht. Es geht auch mit Tablets. Kein Thema. Also kann man machen, wie es geht. Ich habe es auf meiner Homepage. Kann man nachschauen. Gut, wie kann man von der Strahlung von außen? Das war deine Ursprungsfrage. Also man guckt sich die Strahlung, so schaut so eine Strahlung von dem Funkturm mal aus, dass man es mal sieht. Ja. Es wird ja auch immer behauptet, es wäre, wenn so ein Funkturm auf dem Dach ist, dann wäre im Haus keine Strahlung drunter. Also drunter wäre keine Strahlung, die Industrie sagt das immer, das stimmt natürlich nicht. Das ist eine TÜV-Studie, da hat es natürlich drunter genauso Strahlung und natürlich vorne im Hauptfeld. Das ist dann auch dieses Hauptfeld, was ich vorhin erzählt habe, wo zum Beispiel die ganzen Bäume kaputt gehen. Mhm. Da diese Hauptkegel. Gut, was kann man machen? Die fand ich total toll. Die hat einfach mal so ein Drahtgitter vors Haus gebaut. Ist eine sehr aufwendige Variante, hat einen guten Nebeneffekt, die Nachbarn sehen es auch.
Da denkt man dann, ist das jetzt fürs Fußballspielen? Oder? Da genau. Kann man auf dem Feld gleich hier, glaube ich, auch noch Basketball spielen und das stört, der Ball fliegt nicht. Genau. Das ganze Interessante an dieser Geschichte ist, denn für den Sendemasten unter 10 Meter brauche ich keine Baugenehmigung. Das ist auch, wie hoch ist es? 7,55 Meter hoch, aber für ein 7,55 Meter Gitter brauche ich eine Baugenehmigung. Mhm. Also der Mobilfunker baut seinen Turm ohne Genehmigung unter 10 Meter. Ist das tatsächlich so? Die brauchen keine Genehmigung? Nein. Wahnsinn. Aber der Hausbesitzer braucht eine Genehmigung, obwohl das auch nur 7,55 Meter ist. Nur als Beispiel, weil da ging es darum, die wollten einfach ihren Garten nutzen. Mhm. Ein anderes Beispiel aus dem Fränkischen, ein sehr, sehr rühriger, auch so ein Gitter. Es gibt eine tolle Geschichte dazu, aber lassen wir es vielleicht mal an der Stelle, also sehr rührig. Mhm. Die Mobilfunkindustrie hat es gemerkt, dass er den Gitter gebaut hat, weil man muss wissen, das ist ein bisschen auf einer Anhöhe und das Dorf ist hier unten. Also nicht. Und der hat einen Schatten im Funkbereich. Genau, der hat das Funknetz so abgeschirmt durch seinen Draht, dass da die Leute unten im Dorf nicht mehr richtig telefonieren oder an manchen Stellen nicht mehr telefonieren konnten. Und der Mobilfunk hat es gemerkt und hat dann eben den Sender nochmal erhöht und nochmal verstärkt und er hat es dann wieder erhöht. Also das ist eine eigene interessante Geschichte, gibt es glaube ich auch im YouTube ein paar Beiträge von dem Mann. So, wie schützt man sich jetzt zu Hause so ein Strahlenschutznetz über dem Bett? Moskitonetz. Ja, aber ein spezielles, auch mit Silberfäden wie der Schutzanzug. Ja. Wir sehen es vielleicht hier noch deutlicher, das Silbergewebe. Mhm. Das ist jetzt für ein Kinderbett zum Beispiel, gibt es auch für ein normales Bett, gibt es auch für Doppelbett, gibt es für alle Varianten. Das war mal so eine einfache Idee mit nur einer Rettungsfolie über einem Zelt gespannt. Mhm. Das ist eine Elektrosensible aus Frankreich, die hat das mal ausprobiert. Es reicht in den meisten Fällen nicht mehr aus, weil die Strahlung zu hoch ist. Diese Rettungsdecke ist natürlich preiswert. Naja, für ein paar Euro mache ich das mal schnell, aber es reicht nicht mehr aus. Jetzt werden wir schon professioneller. Das ist eine ganz interessante Farbe, die abschirmt. Okay. Damit wird auch viel eingesetzt in Krankenhäusern, zum Beispiel diese EEG- und EKG-Räume, also das Messen von Gehirnströmen und Herzrhythmus. Mhm. Da gibt es so viel Fehler, wenn Smartphones in der Nähe an sind und dann müssen immer mehr Krankenhausschirme und praktisch Räume ab. Und daher kommt auch diese Farbe, auch Serverräume zum Beispiel sind mit dieser Farbe abgeschirmt. Das ist interessant, dass es das gibt als Farbe, das ist ja schön. Das ist schön einfach, sag ich mal, man kann es auch in einer Mietswohnung machen. Und der Vorteil ist, je nachdem wie stark die Strahlung ist, kann ich ja mehrere Schichten streichen. Also ich bin da sehr flexibel und das Gute an der Sache ist, man kann da wieder weiß drüber streichen. Ne? Also ich wollte gerade sagen, wenn man so eine schicke Siedlung da hat und da würden die Nachbarn aber schnell kommen, wenn das Haus schwarz bleibt, habe ich mir gedacht. Also, weißt du, eine schicke Siedlung, wo jeder auf den anderen guckt und dann hast du ein schwarzes Haus. Aber wer weiß, was sie denken. Ne? Eben, okay. Ich denke bestimmt einiges. Also gucken wir nochmal weiter. Das ist vielleicht auch wichtig in dem Zusammenhang. Die ganze Abschirmung von Elektrosmog ist steuerlich absetzbar. Also auf einer Seite sagt die BRD-Regierung, sagt ja, das wäre, also es gibt das Problem nicht. Ja, und auf der anderen Seite kann man es dann absetzen. Gibt da ein Musterurteil vom Finanzgericht in Köln. Also nur ein Beispiel. Ja, das war jetzt noch das. Was ich vielleicht noch dazu sagen will, auch zu diesen ganzen Materialien, die sind natürlich teuer. Also wer sich informieren will, ich habe bei mir im Bereich, ich sehe das nur bei den FAQs unter Abschirmung, kann man gehen. Es gibt auch eine gute Broschüren drüber, wie schirmt man ab, was gibt es für Materialien. Ich habe von einem Hersteller einen Rabatt ausgehandelt, genauso für den E-Smog-Spion, weil ich sage, das Zeug muss unter die Leute. Ja. Und da geht es nicht darum, dass irgendjemand da Geld verdient, sondern da muss einfach unter die Leute. Und mir ist auch wichtig, dass möglichst viele E-Smog-Spione draußen sind, weil nur das persönliche Zeugnis, wenn ich einschalte und die Leute hören das, dann geht's Licht auf. Ja, genau. Aber nicht, wenn man nur, also wenn man erzählt auch vielleicht, aber wenn man es hört. Ja. Und so ein E-Smog-Spion, eben wenn man zum Beispiel abschirmt, braucht man auf jeden Fall ein Gerät, um auch zu gucken, wie schirme ich ab. Und vielleicht noch als Ergänzung dazu, natürlich müssen auch die Fenster abgeschirmt werden. Gell? Also wir sehen jetzt das Haus, aber die Fenster sind natürlich auch wichtig. Gibt es da wie so ein Fliegengitter aus Silberfäden? Oder ja, sowas? Genau. Also ein gutes Fliegengitter wäre eine Variante. Andere möchten machen einen Vorhang hin. Es gibt auch Fenster, die abgeschirmt sind. Also das ist alles möglich, gibt es alles. Und da empfehle ich eben bei mir auf der Seite unter Abschirmung zu gehen. Da gibt es die Broschüre vom Landesamt für Umwelt. Und da sind die ganzen Hersteller und sind Produkte aufgeführt, was kann man machen. Es gibt auch schon Ziegelsteine, die abgeschirmt sind zum Beispiel. Sehr, sehr gute Sache ist Lehmputz. Zum Beispiel, es gibt auch speziellen Lehmputz, der zusätzlich, also Lehmputz hat immer eine Abschirmwirkung, immer, weil Lehm immer eine Abschirmung hat. Ist interessant. Also es ist auch ein natürliches Baumaterial. Ja. Wir haben also nur ein Beispiel, ich habe mich immer gewundert, ich war früher in Thüringen viel, diese alten Fahrwerkhäuser hatten immer eine hohe Abschirmung.
Und ich habe das nicht verstanden, anfangs wegen, weil sie noch Lehmfelder im Fachwerk hatten. Das ist interessant. Ja, ja, Ulrich Weiner, ich meine, ja, wir könnten noch lange reden, aber du bist auch ja von einem Vortrag auf den nächsten. Und auf deiner Seite, also ulrichweiner.de ist die Seite, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man eben, Ulrich Weiner, Klagemauer TV sind Videos, Kompetenzinitiative und dann auf YouTube Funkwissen und deine E-Mail info@ulrichweiner.de. So, jetzt haben wir die Daten auch mal. Ja, das es ist ja ein Fundus von Wissen. Ich habe vieles nicht gewusst, auch mit dem Leben zum Beispiel. Also für die Leute, die betroffen sind, sind da viele wertvolle Hinweise. Und ich freue mich. Ich danke dir, dass du eben wirklich wie dieser Kanarienvogel Frühwarnsystem bist und dich da engagierst. Und hoffen wir, dass sich das ganze Ding noch dreht. Das hoffen wir und ich denke, nicht nur hoffen, sondern wir arbeiten auch dran. Ja, also ich sage immer, Licht und Liebe schicken. Ich kenne Leute, die setzen dann schön in Gran Canaria, schicken immer Licht und Liebe. Ich sage, mach das weiter, aber mir wäre es manchmal lieber, also mir ist viel lieber, Leute, die nicht nur Licht und Liebe schicken, sondern auch Licht und Liebe tun. Ja. Also ich denke, das im Tun liegt die Kraft. Ja. Ja, und das möchte ich einfach nach draußen noch senden. Ich gebe den alten Spruch, wer mein Wort hört und tut, gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut, hat schon eine bekannte Persönlichkeit gesagt, wer mein Wort hört und nicht tut, baut sein Haus auf Sand. Ja, ja, und ich, das hat Jesus damals gesagt. Sehr und das schön. Ist ein ganz schöner Spruch, den ich denke, auch in der heutigen Zeit, egal welches Thema, egal welche Not, egal was passiert, einfach hören und tun. Einfach tun. Licht und Liebe schicken trotzdem, aber tun. Also im Tun liegt die Kraft. Und das möchte ich einfach nochmal so als Abschluss sagen vielleicht, dass wir da... Tun ist wie wollen, nur krasser gibt's. Das ist auch ein guter Spruch, ja, sehr gut. Okay, ich danke dir, Ulrich Weiner. Vielen Dank. Sehr gerne.